Okay, ihr wisst, das Thema für heute ist Blutgerinnung und die Klinik, also KHK, Myokardinfarkt, tiefe Venenthrombose und das Vorhofflimmern, also praktisch die wichtigsten Krankheiten, die wir mit blutgerinnungshemmenden Mitteln behandeln können. Wie schaut es denn aus mit der Blutgerinnung? Wie kann man die ungefähr einteilen? Habt ihr euch schon was angeschaut? Primär und sekundär. Genau, was ist der Unterschied? Primär sind die Thrombozyten, was dann sie aktivieren und dann genau. Ja. Die sekundäre mit der Gerinnungskaskade, das gibt die und dann das nächste die. Genau. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Finger schneide, wie lange dauert das ungefähr, bis die Blutung aufhört? Ja, das ist ein bisschen lang. So 1 bis 3 Minuten sagt man für die primäre Hämostase. Und die primäre Hämostase ist halt dann verantwortlich dafür, dass mal die Blutgerinnung ursprünglich aktiviert wird. Da ist dann die Vasokonstriktion wichtig, also die Gefäße konstruktieren, also werden, gehen zu, dass kein Blut mehr rausfließt. Das ist einmal unabhängig von den Thrombozyten. Und dann bildet sich ein primärer Thrombus. Der ist aber primär instabil, das heißt, um den stabil zu machen, brauchen wir dann die sekundäre Gerinnung. Und das ist eben die durch die Gerinnungskaskade vermittelte. Schauen wir mal. So, ich muss das noch einstecken. Pardon. Also hier einstecken. Alles neu. So. Jetzt soll es passen. Braucht ein bisschen. Okay, das ist jetzt natürlich blöd. Du hast doch gerade eingesteckt. Das sollte eigentlich gehen. Nein? Das ist natürlich jetzt geil. Dann muss ich das alles manuell machen. Das hat doch gepiept, oder? Gut. Machen wir es so. Wenn es nicht anders geht, muss man es halt so machen. Aber das wisst ihr. Okay, also primäre versus sekundäre Hämostase haben wir gesagt. Primär ist die Thrombusbildung und die Vasokonstriktion. Und das ist eben nicht stabil, dauert 1 bis 3 Minuten. Die sekundäre Hämostase ist dann die, die stabil ist, die wird durch Fibrin eben vermittelt, also das Endresultat ist die Bildung von miteinander vernetzten Fibrinfäden, die den Thrombus stabil halten und das dauert 5 bis 9 Minuten. Wenn ihr hört, weißer Thrombus, dann ist das eine primäre Hämostase. Dieser rote Thrombus ist die sekundäre Hämostase, weil sich in diesem Fibrinnetz noch die Erythrozyten verfangen. Ah, jetzt geht's. Sehr gut. Okay, wie schaut es jetzt aus mit den Thrombozyten? Wo kommen die her? Grundsätzlich kommen die aus den Megakaryozyten, das heißt, die Thrombozyten selber sind Abschnürungen von Megakaryozyten und jeder Megakaryozyt kann so 3000 bis 5000 Thrombozyten bilden. Sie haben keinen Kern mehr, aber was sie noch haben, sind Mitochondrien, also sie können Energie generieren. Sie leben ca. 8 bis 10 Tage, daraus ergibt sich dann auch die Wirkungsdauer von den Medikamenten, die eben irreversibel hemmen, weil sie natürlich dann nur die Lebenszeitdauer der Thrombozyten lang wirken. Zum Beispiel, was wäre ein Beispiel für ein Medikament, was 8 bis 10 Tage dann wirkt auf die Thrombozyten? Thromboas. Thromboas, genau. Wieso ist das dann so? Mhm. Wieso ist das irreversibel durch die ASS, durch ASS oder Thromboas? Weil das Kopf irreversibel. Ja, wieso? Weil diese ja, genau. Genau, aber ist das die ganze, das ganze ASS oder ist das ein Teil davon? Welcher denn? Das Acetyl. Also die Acetylierung vom Serinrest ist eben wichtig, weil die ist irreversibel. Die Salicylsäure selber wirkt ja auch entzündungshemmend, aber die ist eben nur ein normales NSAR, also die kann verdrängt werden. Genau. Lebenswertdauer haben wir gesagt. Die Normalwerte für die Thrombozyten sind zwischen 150.000 und 300.000 pro Mikroliter. Manchmal steht auch 400.000 drinnen. Grundsätzlich von einer Thrombopenie sprechen wir bei unter 150.000 und das manifestiert sich dann so, dass die Leute Schleimabblutungen bekommen, sie kommen mit Petechien, wisst ihr, was Petechien sind? Genau, ja, es sind so kleine Hautblutungen, der Kapillar und eine hämorrhagische Diathese, das heißt, sie haben einfach eine verstärkte Blutungsneigung. Und spontane Blutungen können auch entstehen, wenn die Thrombozytenzahl so stark abnimmt, dass sie unter 10.000 geht. Also dann kann man auch mit spontanen Blutungen rechnen. Wenn jetzt jemand eine Thrombopenie hat und eine große Operation bevorsteht, dann muss man halt immer schauen, sollte man jetzt ein Thrombozytenkonzentrat geben, sollte man die Thrombozytenentwicklung irgendwie anregen, da gibt es auch Stoffe wie Omeprazin und L-Thrombopack, die kann man halt geben, um die Entwicklung von Thrombozyten aus Megakaryozyten anzuregen.
Es wirkt aber nur währenddessen man das Medikament gibt, also nicht langfristig. Thrombozytose gibt es auch, kann auch ein Problem sein. Also wenn es über 500.000 pro Mikroliter sind, dann spricht man von einer Thrombozytose. Das tritt zum Beispiel auf bei Neoplasien. Also es gibt ja die essentielle Thrombozytämie, wo zu viele Thrombozyten produziert werden. Und bei Infekten kann das natürlich auch sein. Und reaktiv beim Sport. Weiß jemand, wieso sie reaktiv beim Sport ansteigen? Irgendeine Idee. Sind alle Thrombozyten immer im Blut? Nein. Wo sind die denn auch? In welchem Organ? Welches Organ speichert Thrombozyten? Nein, nicht die Niere. Welches Organ geht bei Traumata oft kaputt? Milz. Also ein Drittel der Thrombozyten sind in der Milz gespeichert. Das heißt, die können freigesetzt werden, zum Beispiel durch eine Steigerung des Sympathikus. Und das passiert ja, wenn wir Sport machen. Also es ist auch normal, dass beim Sport reaktiv die Thrombozyten ansteigen. Das ist auch primär nichts, wo wir uns Sorgen machen müssten. Wichtig ist auch, dass die Thrombozyten selber die Thrombusformation beeinflussen können. Also es ist nicht nur so, dass die halt da rumschwirren und das passiert was mit ihnen, sondern sie beeinflussen selber aktiv, wie stark die Thrombenbildung ist. Und sie beeinflussen auch die sekundäre Hämostase. Also das ist alles miteinander verbunden. Man trennt das sehr gerne, aber es ist eigentlich alles ein miteinander interagierendes System. Gut, da sieht man nur nochmal, wie sich das entwickelt aus einer mühligen Stammzelle zum Megakaryoblasten wird und der Megakaryozyt, der bildet jetzt die Platelets, also die Plättchen. Genau. Also primär bei der Hämostase ist es ja so, dass es zu einer Vasokonstriktion kommt. Da gibt es auch wieder verschiedene Stoffe, die das beeinflussen können. Es ist einmal so, dass grundlegend, wenn jetzt eine Verletzung eintritt, der Sympathikus aktiviert wird, weil es dafür Rezeptoren gibt in der Gefäßwand selber. Dadurch kommt es einmal schon zu einer Vasokonstriktion, die eigentlich unabhängig ist von den Thrombozyten. Es ist dann auch so, dass die Thrombozyten selber Stoffe ausschütten, die zu einer Vasokonstriktion führen. Das ist zum Beispiel das 5-HT, also das Serotonin, die das Thromboxan A2, was ja gehemmt wird durch Thromboas, genau, das ADP. Die schütten dann auch Platelet-Derived Growth Factor aus, der führt auch ein bisschen zu einer Vasokonstriktion, ist aber hauptsächlich verantwortlich für die Wundheilungsprozesse, die nach einer Verletzung ja auch stattfinden müssen, dass die Verletzung wieder geheilt wird. Und Kalzium wird auch ausgeschüttet. Und diese ganzen Stoffe, die sind entweder in einem Granulum vorhanden, im Thrombozyten selber, oder sie werden neu synthetisiert. Zum Beispiel das Thromboxan A2, das wird neu synthetisiert. Durch die COX-1, was wir vorher schon gesagt haben. Die Thrombusformation, die primäre, kann man auch einteilen eben in eine frühe Aktivierung, in eine frühe, also eine reversible Aggregation und eine irreversible Aggregation. Frühe Aggregation und späte auch genannt. Und das führt dann zum Endresultat eines instabilen weißen Thrombus. Wie schaut das jetzt aus? Das ist alles ein bisschen komplex, weil es verschiedene Glykoproteine auf den Thrombozyten gibt. Und diese Glykoproteine können an andere Stoffe binden, weil das Thrombozyt muss ja irgendwie sich an die Gefäßwand anheften. Wie schaut das jetzt aus primär? Primär ist das wichtigste Glykoprotein, das Glykoprotein 1G. Okay? Was macht das? Das bindet an den Van Willebrand-Faktor. Ist der Van Willebrand-Faktor jetzt schon im Endothel drinnen oder wo kommt der her? Genau, also der schwimmt eigentlich im Blut herum und der kann sich jetzt nicht nur an dieses Glykoprotein 1b anheften, sondern er kann sich auch an Kollagen anheften. Und wenn wir eine Verletzung haben bei unserem Endothel, dann wird das Kollagen, was ja eigentlich normalerweise nicht im Blutstrom ausgesetzt ist, dem Blutstrom ausgesetzt und der Van Willebrand-Faktor bindet an das Kollagen. Und weil jetzt ein Van Willebrand-Faktor oben sitzt auf dem Kollagen, kann dieses Glykoprotein 1b dran binden und der Thrombozyt bindet einmal an die endotheliale Struktur. Es gibt auch Rezeptoren auf den Thrombozyten, die direkt an das Kollagen binden können. Da hat sich bei mir ein Fehler eingeschlichen, nämlich in meine Folien. Das ist eigentlich das Glykoprotein 6, nicht 4. Also vielleicht ausbessern, ich lade da noch eine neue Folie hoch. Also das Glykoprotein 6, das kann direkt an das Kollagen binden. Es ist auch so, dass diese Bindung von Glykoprotein 6 dafür verantwortlich ist, dass die Form der Thrombozyten sich ändert. Wie ändert sich denn die Form der Thrombozyten bei einer Thrombusbildung? Wie schauen die dann aus? Ja, so. Genau, Pseudopodien bilden sie aus. Und man sagt, dass dafür eben das Glykoprotein 6 und die Kollagenbildung dafür verantwortlich ist.
Weil jede von diesen Bindungen setzt auch intrazelluläre Signalkaskaden in Gang, die dann weiter verursachen, was ausgeschüttet wird und wie sich die Form ändert. Wenn ich langsamer reden soll, bitte sagen, falls du nicht nachkommst mit dem Schreiben. Passt. Okay. Gut. Also wir haben gesagt, die Formfolge dieser initialen Bindung sind eben intrazelluläre Signalkaskaden und das führt dann zu einer weiteren Aktivierung der Thrombozyten. Die Aktivierung der Thrombozyten kann eben in eine frühe und in eine späte eingeteilt werden. Bei der frühen Aktivierung gibt es jetzt noch ein weiteres Glykoprotein, was ein Kollagen binden kann und da ist eben die Bildung von den Pseudopodien wichtig. Es kann, was interessant ist, auch eine Aktivierung bei intakten Endothel geben, weil das Thrombin, was ja eigentlich in der sekundären Gerinnungskaskade involviert ist, kann auch Thrombozyten aktivieren. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Gefäß haben, also vor allem Venen, und irgendwie eine Strömungsverlangsamung, dann kann es dadurch durch die Strömungsverlangsamung dazu kommen, dass die sekundäre Gerinnungskaskade aktiviert wird, weil einfach Gerinnungsfaktoren in Kontakt treten, was normalerweise ja verdünnt wird durch die schnellere durch den schnelleren Blutstrom. Und dadurch kann es dann jetzt auch zu einer vermehrten Thrombinbildung kommen und die kann dann wiederum die Thrombozyten aktivieren. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt eine Gefäßverletzung, die direkt ist, um eine Aggregation der Thrombozyten zu verursachen, sondern das kann auch durch andere Faktoren begünstigt werden. Vor allem eben bei venösen Thrombosen ist das ein begünstigender Faktor, wenn zum Beispiel jetzt eine Stase auftritt. Deswegen kriegen ja die Leute, wenn sie im Flugzeug lang sitzen, oft Thrombosen. Aber auch bei Entzündungsreaktionen wird Thrombin freigesetzt. Also Leute mit Vaskulitis, mit Entzündung der Gefäße, können auch eher Thrombosen kriegen. Gut. Es geht jetzt noch weiter. Wollt ihr, dass ich das noch aufzeichne mit den ganzen Glykoproteinen? Wäre das hilfreich oder ist das okay so? Also die Glykoproteine sollte man schon kennen, ja? Also alle auswendig? Na, also das Wichtigste ist 2B3A, das kommt jetzt eh. Soll ich die Rollo runterlassen? Ja. Das ist nämlich ziemlich hell gerade. Gut. Ich mache einfach mal runter, dann leben wir halt im Dunkeln jetzt. Okay. Also, wir kommen jetzt zum nächsten Teil. Es ist jetzt einmal so, die Thrombozyten sind jetzt locker an das Kollagen gebunden, mittels Van Willebrand-Faktor und dem Glykoprotein 1b. Die sitzen da jetzt oben. Und wir wollen die Thrombozyten jetzt quer vernetzen. Also im Moment sind sie noch alle einzeln da, sitzen am Endothel herum. Sie wollen sich jetzt aber miteinander quer vernetzen, um einen stabilen Thrombus zu bilden. Okay? Das heißt, wir müssen die Thrombozyten miteinander vernetzen können. Dafür haben wir jetzt das Glykoprotein 2B3A. Das müssen wir uns merken, das ist wichtig. Da gibt es nämlich auch Inhibitoren davon, wie das Abciximab zum Beispiel. Genau. Also es kommt jetzt eben zu einer Glykoprotein 2B3A Bildung und diese Bildung verursacht jetzt, dass die Thrombozyten sich hier quer vernetzen können. Weil das Glykoprotein 2B3A hat zwei Bindungsstellen. Das heißt, wir können jetzt mehrere Thrombozyten miteinander vernetzen. Es kann jetzt sein, dass ein Van Willebrand-Faktor sich dazwischen legt oder wie in diesem Fall hier ein Fibrinogen. Also sowohl Van Willebrand-Faktor als auch Fibrinogen können dann das Glykoprotein 2B3A binden. Wie kommt es jetzt zu dieser Bildung von dem Glykoprotein? Es gibt zwei Stoffe, die dafür am wichtigsten sind. Das ist das ADP und das Thromboxan A2. Also was wir schon erwähnt haben, das Thromboxan A2, was entsteht durch die COX-1, das führt dazu, dass sich jetzt dieses Glykoprotein 2B3A bei den Thrombozyten exprimiert. Und das verursacht jetzt die Quervernetzung. Deswegen können wir die Quervernetzung hemmen durch ASS, weil dadurch weniger Glykoprotein 2B3A exprimiert wird und keine Quervernetzung dann mehr möglich ist. Für das ADP haben wir auch Hemmstoffe, wie das Clopidogrel zum Beispiel. Das verhindert jetzt auch, dass Glykoprotein 2B3A exprimiert wird. Okay? Woher kommen diese Stoffe? Die kommen aus den Thrombozyten selber. Deswegen habe ich gesagt, die Thrombozyten beeinflussen ihre eigene Aggregation, dadurch, dass sie bestimmte Signalmoleküle ausschütten. Also wenn ein Thrombozyt aktiviert wird, schüttet er diese Stoffe aus und der führt dann sowohl bei sich selber als auch bei den naheliegenden Thrombozyten dazu, dass diese Glykoproteine exprimiert werden und dadurch kann es dann zu einer Quervernetzung kommen. Okay, das haben wir jetzt gesagt. Ja, es werden noch andere Stoffe ausgeschüttet. Van Willebrand-Faktor kann auch ausgeschüttet werden aus den Thrombozyten. Also der ist nicht nur im Blut, der ist auch in den Thrombozyten selber. Das verstärkt dann noch einmal die Aggregation.
Und Thromboxana 2 und Platelet Activating Factor, der aktiviert auch die Platelets. Also es gibt unzellige Stoffe, in denen Thrombozyten drinnen sind. Am wichtigsten ADP und Thromboxana 2 in dem Fall. Okay? Gut, es geht jetzt noch immer weiter. Es kommt jetzt nämlich dazu, dass diese Aggregation irreversibel wird. Und das passiert dadurch, dass die Thrombozyten ihre Membranen verschmelzen. Das heißt, dann kann man sie nicht mehr auseinander trennen. Es kommt dann noch zu einer weiteren Ausschüttung von Serotonin und zu einer weiteren Aktivierung der Phospholipase A2. Und die ist ja auch dafür verantwortlich, dass die COX-1 in der Lage ist, die Arachidonsäure in das Thromboxan A2 umzuwandeln. Also das führt dann dazu, dass noch mehr Thromboxan A2 ausgeschüttet wird und die Aggregation verstärkt sich noch weiter. Das Endresultat dieses ganzen Vorgangs, der ja durchaus sehr komplex ist, ist der weiße Thrombus. Das heißt, es ist ein Thrombus ohne darin verfangene Erythrozyten. Warum kommt es beim normalen Endothel nicht zur Thrombusbildung? Das steht jetzt eh da. Es gibt zwei wichtige Stoffe. Das ist das Prostacyclin und das Stickstoff, also NO. Die führen jetzt dazu, dass es zu einer CAMP-Erhöhung kommt und auch zu einer Vasodilatation. Also die zwei... Ich brauche die kleine Reset von Physiologie. Da ist da entlang und da nach links. Ja, aber das hier ist. Ja, ich kann sie leider nicht aufsperren. Meine Karte geht leider nicht dafür. Aber ich habe Sie müssen klingeln. Aber ich habe 10-mal geklingelt. Sorry. Nein. Kann ich leider nicht helfen. Ich hoffe, es funktioniert. Es gibt heute sehr viele Ersatzleistungen. Ja. Ja. Sind alles sehr gestresst. Okay, also Prostacyclin und NO wirken der Thrombozytenaktivierung entgegen. Also das sind die zwei Stoffe, die man sich merken sollte. Primär ist es so, dass in den Thrombozyten ein Anstieg vom CAMP dazu führt, dass sie gehemmt werden, was vielleicht ein bisschen counterintuitive ist, wenn wir darüber nachdenken, weil wir kennen das ja eher, dass CAMP-Anstieg eine Aktivierung verursacht in der Zelle. Bei den Thrombozyten ist es so, dass CAMP-Erhöhung dazu führt, dass sie gehemmt werden. Also zum Beispiel das Thromboxan A2 und das ADP führen dazu, dass GI aktiviert wird und dadurch kommt es dann zu einer Verringerung von CAMP. Also Thromboxan A2 ist GQ, aber ADP ist GI. Genau, also hier sehen wir übrigens Blutplasma, wo man dann ADP dazugesetzt hat und das führt dann zu einer Thrombenbildung hier. Okay? Wie ist es mit Plasma und Serum? Was ist der Unterschied? Welcher ist da ganz wichtig, der nicht mehr drin ist? Also es ist ja nicht jeder entfernt. Was ist das Endresultat beim Fibrin? Also Fibrinogen ist nicht mehr drin beim Serum. Gut, also zusammengefasst doch einmal, was die Thrombozyten alles enthalten. Das ist jetzt nicht so, dass ihr das alles auswendig können müsst, aber es ist einmal gut, einen Überblick zu haben, was da alles drin ist. Sie haben nämlich sehr viele Inhaltsstoffe. Also in den Dense Granula, es gibt zwei verschiedene Granula, es gibt Dense Granula und Alpha Granula. In den Dense Granula ist mal ganz wichtig, dass ADP drinnen ist, haben wir schon gesagt. Was macht das ADP? Ja, aber welcher Rezeptor wird dadurch exprimiert? GB2A3B. Genau, also ungefähr, 2B3A. Aber so war schon relativ richtig. Genau, das wird exprimiert, was ermöglicht das? Quervernetzung, genau. ADP, wichtig für die Quervernetzung. Dann ATP ist auch noch drinnen, Serotonin ist auch noch drinnen, haben wir schon gesagt, wichtig für die Vasokonstriktion. Calcium ist noch drinnen, wofür brauchen wir denn das Calcium? Wieso ist Calcium für die Gerinnung wichtig? Ja, interagiert mit Gerinnungsfaktoren. Die Gerinnungsfaktoren brauchen Calcium. Weißt du wieso? Genau, also wir brauchen eigentlich das Vitamin K, um denen zu ermöglichen, dass sie an Kalzium binden können. Genau. Weißt du, welches sind die Vitamin K-Pengen? 1972. Ja, genau, 1972. Die müssen eben gamma-carboxyliert werden, damit sie an Kalzium binden können. Wieso müssen die jetzt an Kalzium binden? Wo passieren denn diese ganzen Reaktionen? Genau. Es ist nämlich so, dass diese ganzen Vorgänge auf der Oberfläche der Thrombozyten stattfindet. Dort kommt es nämlich im Laufe der Aktivierung dazu, dass Phospholipide an die Oberfläche geflippt werden und an diesen Phospholipiden können jetzt diese ganzen Umwandlungsprozesse der sekundären Gerinnung stattfinden. Aber die Gerinnungsfaktoren können nicht direkt an diese Phospholipide binden, die brauchen ein Calcium als Zwischenbindungsschritt praktisch. Deswegen brauchen wir Calcium und die Thrombozyten enthalten dieses Calcium jetzt auch
und setzen das frei, damit wir die sekundäre Gerinnung aktivieren können. GTP und GDP gibt es auch noch. Bei den Alpha-Granulern haben wir den Platelet-Faktor 4. Ist der jemandem schon mal untergekommen, Platelet-Faktor 4? Ja, wo denn? Sehr gut. Weißt du, bei Heparin. Hit 1 oder Hit 2? Hit 2, genau. Und was passiert da? Schon mal vorgreifen? Ja. Ja. Genau. Ja. Voll. Aber wofür haben wir diesen Platelet-Faktor 4 überhaupt? Wieso ist denn der da? Ja. Okay. Er ist dafür da, Heparin zu inaktivieren. Weil wir haben im Körper auch heparinähnliche Stoffe, zum Beispiel Heparansulfat, das sitzt auf den Endothelzellen. Und das Heparansulfat, das ist dafür zuständig, das Antithrombin 3 in seiner Wirkung zu verstärken. Also Antithrombin 3 ist ja ein Stoff, der die Gerinnung praktisch hemmt, also die sekundäre. Und es gibt im Körper jetzt auch eigene Stoffe dafür, dass das irgendwie reguliert werden kann. Also dieser Platelet-Faktor 4 aus den Thrombozyten, der ist dafür da, dass er das Heparansulfat inaktiviert, damit das Antithrombin 3 nicht verstärkt werden kann. Okay, also es ist praktisch ein fibrinolysehemmender Stoff oder ein gerinnungsfördernder Stoff. Proteine sind auch noch drei, Thrombospondin ist auch drinnen, Thrombospondin ist wichtig für die Wundheilung, Angiogenese etc. Ist jetzt aber auch nicht was, was ihr jetzt wissen müsst unbedingt. Platelet-derived Growth Factor haben wir vorher schon erwähnt. Und es sind auch Faktoren enthalten in den Alpha-Granula. Also zum Beispiel Faktor 5 und Faktor 8 sind auch in den Alpha-Granula enthalten. Und das Fibrinogen selber ist auch in den Alpha-Granula drinnen, also wieder sekundäre Gerinnung. Und der Van Willebrand-Faktor. Was macht denn der Van Willebrand-Faktor noch, außer dass er uns die Bindung ans Kollagen ermöglicht? Jein. Ja, was macht er mit Faktor 8? Genau, er schützt den Faktor 8. Also der Faktor 8 zirkuliert ja auch im Blut. Und der Willebrand-Faktor bindet dann den Faktor 8 und verlängert dadurch seine Halbwertszeit. Das heißt, Leute, die einen Willebrand-Faktor-Mangel haben, die haben auch eine verkürzte Halbwertszeit von Faktor 8. Und dadurch auch eine erhöhte Neigung zu verlängerten Blutungen. Gut, das haben wir schon gesagt. COX-1 ist auch sehr wichtig bei den Thrombozyten, weil sie eben die Thromboxan-A2-Bildung begünstigt. Diese ganzen Stoffe, die jetzt freigesetzt werden aus den Thrombozyten, brauchen jetzt natürlich auch Rezeptoren, wie immer. Für ADP haben wir dann P2Y1 und P2Y12. Die sind GQ und GI gekoppelt. Und das Clopidogrel zum Beispiel, das hemmt jetzt die Bindung an P2Y12. Okay, das ist auch ein gerinnungshemmender Stoff, also thrombozytenhemmender Stoff. Alternative zu ASS bei Leuten zum Beispiel, die allergisch sind auf ASS oder auch in Kombination mit ASS. Das macht man dann eh nachher noch, wann man kombinieren muss. Dann Serotonin hat auch einen eigenen Rezeptor, der ist auch GQ gekoppelt. Grundsätzlich, wozu führt GQ in der Zelle? Genau, das aktiviert jetzt auch die Thrombozyten weiter. Thrombin, was ja aus der sekundären Homostase kommt, hat auch Rezeptoren. Das heißt, wie schon gesagt, es ist so, dass primäre und sekundäre Homostase nicht getrennt sind. Die interagieren miteinander, sowohl dadurch, dass die Thrombozyten jetzt diese ganzen Stoffe hier enthalten, die eigentlich zur sekundären Homostase gehören, und auch dadurch, dass die Stoffe der sekundären Homostase, wie das Thrombin, also Faktor 2, selber auch die Thrombozyten aktivieren kann durch diese zwei Rezeptoren. Also es ist alles relativ komplex, wenn man sich das mal aufzeichnet, dann macht es auch ein bisschen mehr Sinn. Und das Thromboxan A2 hat auch einen Rezeptor und der ist auch gekoppelt. Also es wird alles aktiviert und CRP-Senkung und Calciumanstieg wirken aktivierend. Das muss man sich einfach merken, dann kann man sich auch merken, welche Rezeptoren das sind. Also GQ und GI. Okay, das sind jetzt nochmal die Rezeptoren aufgezeichnet. Also das hier ist ein Thrombozyt. Hier sieht man auch, welche Stoffe jetzt praktisch hier eingesetzt werden können, um die zu hemmen. Die macht man nachher eh noch ein bisschen genauer. Also eigentlich viel genauer, nicht nur ein bisschen genauer. Hier sieht man nur noch mal, dass wir hier das Thromboxan A2 haben, was ausgeschüttet wird und dann eben an seinen Rezeptor bindet, GQ gekoppelt. Hier haben wir ADP mit P2Y12, auch hier GI gekoppelt, führt zu einer Absenkung vom CAMP.
Da haben wir unser Glykoprotein 2B3A, was dann die Quervernetzung ermöglicht hier mit Fibrinogen in der Mitte. Und hier kann man eben die Glykoprotein 2B3A Hemmer einsetzen, die ich vorher auch schon erwähnt habe. Da haben wir das NO und das Prostaglandin E2, die ja hemmend wirken auf die Thrombozyten, also hier beide PS gekoppelt sind. Und grundsätzlich führt die Aktivierung der Thrombozyten jetzt nicht nur dazu, dass eben diese ganzen Glykoproteine exprimiert werden, sondern auch, dass noch mehr Stoffe ausgeschüttet werden. Also es führt irgendwie zu allem. Es führt sowohl dazu, dass mehr Stoffe ausgeschüttet werden, um das noch weiter zu verstärken, und es führt eben dazu, dass es zu einer Aggregation kommt. Und die Fibrinbildung selber, die findet auch an den Thrombozyten eben oben statt. Ja, ja. Thrombin, wo ist das? Da ist Thrombin. Soweit ich mich erinnern kann, führt Thrombin dazu, dass von diesem Rezeptor ein Stückchen abgeschnitten wird, und das führt dann dazu, dass der Rezeptor aktiviert wird. Okay. Müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen, ob das stimmt, aber das ist das, woran ich mich erinnern kann. Also wie genau, also dass es halt nicht so ist, dass der Stoff an den Rezeptor bindet und das führt dann eben zu einer Weiterleitung des Signals, sondern eher, dass er den Rezeptor ändert. Aber das können wir in der Pause nochmal schnell nachschauen, wenn wir Pause machen, wenn ihr willst. Okay, sekundäre Hämostase ist jetzt eigentlich das, was noch schwieriger ist als die primäre Hämostase, wenn man darüber nachdenkt, okay? Weil es gibt ja diese ganzen Gerinnungsfaktoren, es gibt einen endogenen Weg, es gibt einen exogenen Weg, und irgendwie macht es wenig Sinn, wieso der eine endogen ist und wieso der andere exogen ist. Und es gibt tausende Gerinnungsfaktoren, die alle eine Zahl haben und man merkt sie sich irgendwie nicht. Kann jemand von euch die Gerinnungskaskade auswendig? Irgendeiner. Können wir sie in Gruppenarbeit ausarbeiten? Weil sonst schlaft sie mir ein. Ich kann es euch runterbeten, aber es bringt euch gar nichts, glaube ich, oder? Sollen wir sie vielleicht aufzeichnen? Ja, da bezeichnen sie auf. Oder? Ja. Gut, aber bevor ich das hochschiebe, wichtig ist, dass das Endresultat eben die Bildung eines Fibrinnetzes ist. Das Fibrinnetz stabilisiert den Thrombus. Und das ist dann ein roter Thrombus, weil Erythrozyten sich in diesem Fibrinnetz verfangen. Und das Wichtige an den Gerinnungsfaktoren ist, dass sie als Proenzyme oder Zymogene vorliegen. Das heißt, sie sind in inaktiver Form vorhanden. Das macht Sinn, weil man es dadurch lokal begrenzen kann. Weil sie eben nur dann aktiviert werden, wenn man sie wirklich braucht. Und es gibt eben mehrere Wege, wie es dazu kommt, dass diese Fibrinfäden entstehen. Es gibt den extrinsischen Weg und den intrinsischen Weg und dann einen zusammenführenden, gemeinsamen Weg. Nur die Tafel auslöschen. Das ist noch Block C. Das war ein sehr sensibles Begriff. Also der empfand ich ganz. Ich finde es immer toll, das aufzuzeichnen, weil ich bin ein bisschen infantil. Ich mag ja nicht sein. Gut, okay. Was passiert bei einer Gewebsverletzung? Welcher Stoff kann da jetzt an einen Gerinnungsfaktor binden? Was haben wir in unserem Tissue drinnen? Tissue-Faktor, genau. Also wir haben jetzt hier mal den Tissue-Faktor. Okay? An welchem Gerinnungsfaktor bindet der denn? 7. Genau. Es ist jetzt aber so, dass der an 7a bindet. Okay? Das ist interessant. Wir haben hier Tissue-Faktor plus 7a. Es ist nämlich so, dass der Faktor 7 zu 1% in aktivierter Form im Blut vorhanden ist. Okay? Also wenn Tissue-Faktor exprimiert wird, bindet der an den 7a, der ja schon vorhanden ist. Und das führt dann jetzt dazu, dass mehr 7a aktiviert wird. Also wir haben jetzt hier 7 wird zu 7a. Und das führt jetzt auch noch dazu, dass x, also Faktor 10, zu Faktor 10a wird. Okay? Gut, und der Faktor 10a, der kann sich jetzt verbinden mit welchem Faktor? Wir wollen ja unser Thrombin haben, oder? Mit welchem Komplex? Genau, der Prothrombinase-Komplex.
Ja, da ist Calcium und Phosphate dabei, also da könnte ich das noch ein bisschen schaffen. Calcium. Und welcher Faktor? Hälfte von 10 ist? 5. Faktor 5. Okay, das ist Faktor 7. Okay, und dieses ganze Teil hier machen wir jetzt 2 zu 2a. Und der 2a, das schaut ja aus wie ein N. Und der 2a, der macht jetzt unser Plasmin, Plasminogen, Plasmin. Also, Entschuldigung. Hybrid, nicht Plasmin, das ist jetzt schon da. Ja, mit ist das Endogen oder Exogen, der Weg hier? Exogen, genau. Wie schaut das Endogene aus? Wie fängt der an? Ja, negativ geladene Oberfläche. Was wäre so eine negativ geladene Oberfläche? Kaolin, ja, genau. Das gibt man in die Blutröhrchen rein, das Kaolin. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand an einer Herz-Lungen-Maschine hängt, dann ist das auch eine unphysiologische Oberfläche, das wird zu einer Gerinnung führen. Deswegen muss man bei einer Herz-Kreislauf-Operation immer gerinnungshemmende Mittel geben, also Heparin. Weil sonst kommt es zu einer Gerinnung in der Herz-Lungen-Maschine und wenn das Blut wieder zugeführt wird, haben die Leute massive Embolien. Das wollen wir nicht. Also habe ich negativ geladene Oberflächen, negativ geladene Oberflächen. Da gibt es dann auch das High Molecular Weight Kinogen, was da dabei ist. HMWK, Kallikrein und Prekallikrein. Also ich schreibe jetzt einfach PK und A. Okay, was die jetzt machen ist, wann in den Faktor 12 in den Faktor 12a um. Okay, das ist jetzt alles relativ nachvollziehbar, 12a. Der 12a war dann Faktor 11 in Faktor 11, also xa in xa. Und der 11 wandelt jetzt 9 in 9a um, also xa. Was macht jetzt der 9a? Der verbindet sich jetzt nämlich auch zu einem Komplex. Mit, was kommt vor 9? 8. Also mit 8a. Und wenn wir jetzt hier einen Komplex haben, was brauchen wir wahrscheinlich noch? Phosphorbid und Calcium. Also die Farben sind leider jetzt nicht wirklich nachvollziehbar, wieso ich die Farben geändert habe, sorry. Also plus PL plus Calcium. Okay. Was macht dieser Komplex jetzt? Der heißt Kinase-Komplex. Was macht der? Ja, also was er macht, ist, er wandelt X in XA um. Also wir enden jetzt wieder hier. Okay, das hier unten ist der gemeinsame Weg, das ist der extrinsische Weg und das ist der endogene Weg. Ja. Ja? Wie ist der Gang am Anfang? Ja. Ja. Ja, du meinst, ist das hier? Ja, das ist vor 12. Das ist vor 12. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das nicht so genau angeschaut, weil es wird dich auch niemand so genau fragen, meiner Meinung nach. Also, es verbindet sich halt miteinander. Gerade Kallikrein ist allgemein kompliziert und Faktor 12 ist auch kompliziert, weil der gleichzeitig noch die Fibrinolyse aktiviert. Also Faktor 12 führt sogar eher zu Thrombosen als zu... Ja. Wir können uns gerne nachher noch gemeinsam anschauen, wie du willst. Aber ich kann es jetzt nicht genauer sagen. Ich glaube nicht, dass es jemand euch fragen wird. Okay? Was noch wichtig ist, ist, dass wir noch Rückkopplungsmechanismen haben. Nämlich, dass das Thrombin, also der Faktor 2a, deaktiviert jetzt den Faktor 5 zu 5a, den wir hier haben. Und er aktiviert auch wichtig den Faktor 8 zu Faktor 8a. Das heißt, der intrinsische und der extrinsische Weg sind miteinander verbunden. Okay? Er aktiviert auch 11a. Ich habe nachher noch ein schöneres Bild. Also grundsätzlich ist das Wichtige, dass die Wege nicht separat voneinander ablaufen. Weil es gibt einen Tissue-Faktor-Pathway-Inhibitor, der wird freigesetzt innerhalb von Sekunden, nachdem das anfängt, hier oben im Tissue-Faktor. Das heißt, dieser Weg hier oben wird gar nicht ausreichen, um eine Thrombinbildung vorzurufen, die so stark ist, dass sich wirklich ein fester Thrombus bildet. Das heißt, dieser Weg hier oben wird ziemlich schnell gestoppt. Und es ist dann davon abhängig, dass Thrombin vorhanden ist, bei dem 5,
und 8 aktiviert, damit wir diesen Weg hier verwenden können. Okay? Weil es reicht das eine nicht aus, das heißt, wir brauchen eine Verstärkung durch das Thrombin vor allem. Okay, also extrinsischer Weg ist eben der Tissue-Faktor aus den verletzten Endothelzellen. Wir haben den Tissue-Faktor plus 7a plus Calcium plus Phospholipide, führt dann eben vor allem, dazu, dass 10 zu 10a wird. Es führt auch dazu, dass 9 zu 9a wird. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine Verbindung mit dem endogenen Weg. Falls ihr euch erinnern könnt, also 9a haben wir da unten. Also 9a wird auch umgewandelt durch diesen Komplex. Und es führt eben zu einer weiteren Aktivierung von 7 zu 7a. Der Tissue-Faktor selber, der ist eben ein integrales Membranprotein, der ist nicht im Blut vorhanden. Und der ist auch induzierbar in Monozyten, Thrombozyten und im Endothel, vor allem bei Entzündungsprozessen. Deswegen kommt es ja auch zum Beispiel zu dieser disseminierten intravasalen Gerinnung, weil bei einem Entzündungsprozess massiv Tissue-Faktor exprimiert wird auf Monozyten. Also auch Entzündungsprozesse führen dazu, dass Tissue-Faktor in Zellen exprimiert wird und das führt dann eben zu einer Aktivierung des Gerinnungssystems. Das Endresultat ist eben hier wieder, dass das 10a entsteht. Der 10a verbindet sich dann mit dem 5a und das führt dann dazu, dass Fibrin entsteht, was wir schon gesagt haben. Der intrinsische Weg, das ist eben diese unphysiologische Oberfläche, High-Molecular Weight of Kininogen, Prekallikrein und Kallikrein, wandert 12a, also 12 zu 12a um, den haben wir hier. Und das führt dann dazu, dass 11 zu 11a wird und das führt dann dazu, dass 9 zu 9a wird. Und 8 verbindet sich dann mit dem 9a, Calcium und Phospholipiden und wir sind wieder beim 10 zu 10a. Dann haben wir wieder das gleiche Prozedere wie vorher. Und wir haben diese Rückverschaltung vom Thrombin, vom 2a, der jetzt den 5er zu 5a aktiviert und den 8er zu 8a aktiviert. Das heißt, wie gesagt, die zwei Systeme sind miteinander verschalten. Es ist nicht genau getrennt. Was das Thrombin dann sonst noch macht, ist es, dass es den 13er zum 13a aktiviert und das führt dann dazu, dass das Fibrin vernetzt wird. Was ja auch wichtig ist, damit wir unsere Fibrinfäden stabil halten können. Okay, das ist jetzt relativ lang. Das ist jetzt nur nochmal der gemeinsame Weg mit dem Endresultat der Fibrinfäden. Also das Thrombin praktisch Fibrinogen zu Fibrin umwandelt. Beginnt mit 10a, das müssen wir uns merken, gemeinsamer. Der gemeinsame Weg beginnt mit 10a, sowohl extrinsischer als auch intrinsischer Weg führen dazu, dass 10 zu 10a wird. Das Thrombin selber hat jetzt noch unterschiedliche Wirkungen, also nicht nur das, dass Fibrinogen zu Fibrin wird, das soll Fibrin heißen, wird auch noch ausgebessert, sondern auch das 13a eben die Fibrin-Querverletzung bedingt und das 5 zu 5a wird, 8 zu 8a wird. Und eben 11 zu 11a, das führt dann dazu, dass was zu was wird. Das ist ein bisschen Fahrt zum Vorteil, muss ich ganz ehrlich sagen, weil halt, es führt das zu das und es führt das zu das. Wozu führt 11a? 9, also 9 wird zu 9a. Genau. Womit verbindet sich 9a? Genau. Und das führt dann wozu? Ja. Gut. Super. Und wir haben vorher schon gesagt, es gibt Rezeptoren für Thrombin auf den Thrombozyten. Das ist PAF1 und PAF4, GQ und GI gekoppelt. Die führen eben dazu, dass die Thrombozytenaggregation verstärkt wird. Und dann gibt es noch einen TAFI, das ist der fibrinolysehemmende Stoff, der die Fibrinolyse hemmt. Der wird auch aktiviert durch Thrombin. Thrombin Activated Fibrinolysis Inhibitor. Und das APC, was ist denn das APC? Wofür steht das APC? Es gibt eine französische Modemarke, die auch APC heißt, die ist sehr schön, sehr teuer. Wofür steht APC? Ja, genau. Wie wird das aktiviert? Ja. Ja. Wenn es Thrombin sich mit Thrombomodulin verbindet, dann kommt es zu einer Aktivierung von Protein C zu aktivierten Protein C. Das aktivierte Protein C, das verbindet sich dann mit Protein S, das führt zu einer Wirkungsverstärkung. Wie wirken die zwei zusammen? Was wird gehemmt? Steht, glaube ich, hier oben. Ja. Also gehemmt werden 5a und 8a. Also die zwei Gerinnungsfaktoren, die eigentlich durch das Thrombin aktiviert werden würden, wie wir hier sehen, die werden jetzt durch das APC gehemmt. Also das ist jetzt wieder ein Gerinnungsfaktor.
hemmender Mechanismus. Und wichtig ist eben diese ganze Verstärkungskaskade deswegen, weil es diesen Tissue Factor Pathway Inhibitor gibt, der den Pathway mit dem, machen wir den, mit Tissue Factor und 7a hemmt innerhalb kürzester Zeit. Und das wird einfach nicht ausreichen für eine ordentliche Gewinnung. Das ist nochmal das Ganze, das haben wir jetzt eh schon gesagt. Es gibt jetzt eben auch antithrombotische Mechanismen. Wir sind immer noch bei der Physiologie, mein Gott. Okay. Es gibt jetzt mehrere antithrombotische Mechanismen. Wir haben vorher schon das Antithrombin 3 erwähnt. Das Antithrombin 3 hemmt 10a und 2a, wird verstärkt durch. Ja, und physiologisch. Mhm. Und wie wird das gehemmt? Durch welchen Stoff aus den Thrombozyten? Das, was verantwortlich ist für HIT 2? Genau, Plättchenfaktor 4. Genau, das hemmt die Wirkungsverstärkung. Den Tissue-Faktor Pathway Inhibitor haben wir schon gesagt. Der hemmt eben den Tissue-Faktor Pathway, indem er an 10a bindet. Und dadurch wird der Tissue-Faktor 7a-Komplex gehemmt. Und Faktor 10a selber auch. Und das aktivierte Protein C, das ja komplett komischerweise durch 2a aktiviert wird, und das Protein S zusammen, die hemmen 5a und 8a. Das sind immer die wichtigsten. Okay, und dann haben wir noch die Fibrinolyse, die dazu führt, dass eben das Fibrin gespalten wird. Und da ist das wichtige Stoff das Plasmin. Genau, das ist noch einmal das Ganze zusammengefasst. Das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht noch einmal durchgehen, oder? Nein. Ihr könnt es daheim auswendig aufzeichnen. Ja, wie schaut das jetzt aus mit der Fibrinolyse? Wir haben jetzt ein Gerinnsel. Das Gerinnsel muss ja wieder aufgelöst werden, weil das kann jetzt nicht die ganze Zeit im Körper bleiben. Wir bluten vielleicht am Anfang, aber irgendwann einmal muss ja auch eine Wundreparatur stattfinden. Also das Gerinnsel muss aufgelöst werden. Also dafür brauchen wir jetzt auch einen Stoff. Und big surprise, der wird auch aktiviert. Das ist das Plasminogen und das wird aktiviert zu Plasmin. Es gibt jetzt zwei physiologische Stoffe, die diese Aktivierung verursachen können. Das ist das Tissue-Plasminogen-Activator und die Urokinase. Und wie gesagt, das Plasmin löst das Gerinnsel aus, spaltet die Fibrinfäden in Fibrin-Degradation-Products. Da ist der D-Dimer einer von diesen Fibrin-Degradation-Products. Wann würden wir D-Dimer messen? Bei welcher Erkrankung? Welcher Verdacht? Genau. Wozu führen die gerne? Welche Komplikation? Mhm. Wohin? Genau, Lungenembolie. Ein negativer D-Dimer wäre ein ziemlich gutes Ausschlusskriterium für eine Lungenembolie. Es ist. Ja. Es ist nur ein Ausschlusskriterium. Also ein erhöhter D-Dimer sagt überhaupt noch nichts darüber aus, ob du eine Lungenembolie hast. Das ist bei vielen verschiedenen Erkrankungen erhöht. Aber es ist halt, du könntest ihn messen, weil wenn er niedrig wäre, dann könntest du sagen, er hat keine Lungenembolie. Aber ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste von allen. Genau, das haben wir jetzt gesagt. Also dieses Tafel, was wir vorher schon erwähnt haben, das wird eben durch Thrombin aktiviert und das hemmt diese Fibrinolyse. Dann haben wir auch noch das Alpha-2-Antiplasmin und das Alpha-2-Makroglobulin, die hemmen auch das Plasmin. Also das sind jetzt alle Fibrinolyse-hemmende Stoffe. Tafel, Alpha-2-Antiplasmin, Alpha-2-Makroglobulin und den Plasminogen-Activator-Inhibitor 1, der hemmt das auch. Das sind die drei, vier Stoffe, die man können soll. Okay, es gibt jetzt mehrere Tests, die wir machen können, um die Gerinnungszeiten zu messen. Die zwei wichtigsten sind der Quick-Test bzw. die INR und die APTT. Es ist so, dass wir grundsätzlich, wenn wir ein Blut entnehmen, dann füllen wir das in ein Röhrchen, was beschichtet ist, entweder mit ERTA oder es ist Natriumcitrat dabei oder Natriumoxalat. Was ganz diese Stoffe alle machen, ist, sie binden das Calcium. Und wir brauchen ja eigentlich das Calcium, um die Gerinnung zu aktivieren. Das heißt, wenn wir das binden, können wir keine Gerinnung mehr aktivieren und das Blut bleibt praktisch flüssig. Wir können jetzt ganz einfach eine Rekalzifizierungszeit bestimmen, indem wir Calcium zusetzen. Wenn wir da Calcium zusetzen, dann liegt das im Überschuss vor und eine Gerinnung ist wieder möglich. Sagt uns jetzt aber nicht allzu viel. Was wir machen können anstattdessen ist der Quick-Test. Was man da macht, ist, man gibt Tissue-Faktor dazu und Calcium. Das heißt, welcher Weg wird aktiviert, wenn wir Tissue-Faktor dazugeben? Der exogene Weg, genau.
Was man da macht mit dem Quickfeld, ist, man vergleicht das Patientenplasma mit einer Verdünnungsreihe von normalem Plasma. Also normalerweise ist der Quickfeld so ungefähr 14 Sekunden lang. Wenn jetzt der Quickfeld bei einem Patienten 21 Sekunden lang ist, dann würde man sagen, der hat einen Quickfeld von 50%. Weil wenn wir das Plasma von einem Menschen mit 14 Sekunden Gerinnungszeit verdünnen würden um die Hälfte, hätte der eine Gerinnungszeit von 21 Sekunden. Macht das Sinn? Ja, das nennt man dann 50%. Das heißt, jemand, der eine 50% Quickwert hat, bei dem ist eine erhöhte Blutungsdauer vorhanden. Die INR, das ist die International Normalized Ratio, die verwendet man deswegen, weil diese Thromboplastine, die man dazu setzt, die sind je nach Labor unterschiedlich. Das heißt, dieser Wert ist nicht standardisiert. Das heißt, du kannst nicht den Wert von dem Quickwert von einem Labor Nummer 1 mit dem Labor Nummer 2 vergleichen, weil das einfach absolut davon abhängt, welcher Tissuefaktor zugesetzt wird. Das heißt, es gibt von der WHO einen Standard-Tissuefaktor, mit dem vergleicht man die Aktivität der Labor-Tissuefaktoren. Und dadurch gibt sich so einen Standardized Index und man rechnet das so aus. Man hat also praktisch Testzeit versus Normalzeit und man potenziert das mit diesem Standardized Index, der eigentlich nur aussagt, wie sich das Thromboplastin vom Labor verhält zu dem Thromboplastin von der WHO. Und da kommt jetzt ein Wert raus, der normalerweise so im 1er-Bereich ist. Wenn der erhöht ist, besteht eine erhöhte Gerinnungsneigung, also eine erhöhte Blutungsneigung. Also je langsamer die Gerinnung ist, desto niedriger ist der Quickwert. Wir haben gesagt 50% zum Beispiel. Normal wäre über 70. Und je höher die INR ist, desto langsamer ist die Gerinnung. Das heißt, es ist beides unterschiedlich. Quickwert umso niedriger, INR umso höher. Also eine INR von 3 wäre erhöht. Ist das manchmal wünschenswert? Wollen wir manchmal die INR höher haben? Oder warum bestimmen wir das überhaupt? Markomar-Therapie. Was würdest du sagen für Markomar? Wie hättest du gern die INR? 2,53. Genau, 2,53, sowas. Also bei einer Markomar-Therapie, also Vitamin-K-Antagonisten, da bestimmt man routinemäßig die INR bei Patienten, weil man ja eine bestimmte Erhöhung der Blutungsneigung will eigentlich, weil die Leute eher dazu neigen, Thrombosen zu bilden. Also normale INR so um die 1 herum, normaler Quickwert über 70, 75 und zeitmäßig ist normal 14 Sekunden, sagen wir es so. Ja. Also die INR, die testet vor allem den exogenen Weg. Und wir haben ja gesagt, das Vitamin K ist wichtig für die Gamma-Karboxylierung von verschiedenen Gerinnungsfaktoren, also 10972, 1972. Und wenn wir das hier jetzt anschauen, dann sind diese Gerinnungsfaktoren vor allem hier eben im exogenen Weg beteiligt. Im Gemeinsamen natürlich auch, aber vor allem im exogenen. Das heißt, man verwendet das eben, um die Therapie mit Markomar zu überwachen. Zielwert liegt zwischen 2 und 3. Wenn wir jetzt die APTT anschauen, dann ist das ein bisschen anders. Was macht man bei der APTT? Da gibt man jetzt diese negativen Oberflächen dazu. Und du hast vorher schon das Kaolin erwähnt. Das ist jetzt eben ein Beispiel, was man dazugeben kann. Und das führt jetzt dazu, dass der endogene Weg aktiviert wird. Also hier testen wir den endogenen Weg. Man gibt eben auch Calciumchlorid dazu und Thrombozytenextrakt natürlich. Weil wir brauchen auch Phospholipide. Das wird verwendet zur Kontrolle der Heparintherapie. Bei Heparintherapie wird ja 10A und 2A gehemmt und die Normwerte sind zwischen 25 und 38 Sekunden. Während Operationen verwendet man ja Heparin und es ist auch so, dass wir während der Operation überprüfen müssen, ob jetzt noch eine ausreichende Gerinnungshemmung vorhanden ist. Es dauert aber eine Weile, so eine APTT zu machen. Es geht nicht so schnell. Das heißt, wenn wir eine Operation machen, verwenden wir einen anderen Gerinnungstest, das ist die ACT, die Activated Coagulation Time. Falls jemand von euch schon mal auf der Herzchirurgie war, habt ihr das vielleicht gesehen, also beim Anästhesisten hinten, der nimmt öfters mal Blut ab und das wird dann in eine Maschine reingesteckt und dann kriegt man einen Wert dafür. Das funktioniert so, dass man Vollblut nimmt, da gibt man dann so ein Kieselerde-Substrat rein, also irgendwas, was halt negativ aktivierend ist. Und das führt dann dazu, dass sich ein Thrombus bildet natürlich. Es gibt dann so eine magnetische Maschine, die registriert, wann ein Thrombus herabsinkt und eben mit dem magnetischen Material in Kontakt kommt und das zeigt dir dann an, wie stark die Heparinisierung ist. Und je nachdem muss man dann halt vielleicht mehr Heparin geben oder man kann ein bisschen länger warten. Und das ist eben deswegen wichtig, weil es in der Herz-Lungen-Maschine ja zur Thrombenbildung kommen kann. Und dann stirbt der Patient.
Genau. Das ist nochmal das zusammengefasst, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht einzeln durchgehen, aber falls ihr noch eine Zusammenfassung wollt, das ist aus der dualen Reihe, ist sehr zu empfehlen, das Buch, finde ich. Und noch, um kurz nochmal zu den Erkrankungen zurückzukommen, es gibt zwei Erkrankungen, die relativ häufig sind, was jetzt diese ganzen physiologischen Prozesse angeht. Das sind das Van Willebrand-Syndrom und die Thrombohämophilie. Das Van Willebrand-Syndrom, das betrifft, wie der Name schon sagt, den Van Willebrand-Faktor. Das heißt, beim Van Willebrand-Syndrom ist der Van Willebrand-Faktor vermindert und weil der Van Willebrand-Faktor ja den Faktor 8 bildet, ist auch der Faktor 8 vermindert. Das heißt, die Leute haben sowohl einen Blutungstyp von jemandem, bei dem die Thrombozytenaggregation gestört ist, das heißt diese Petechien, Schleimhautblutungen, verstärktes Nasenbluten, und sie haben aber auch die Symptome von jemandem, bei dem die sekundäre Gerinnung beeinträchtigt ist. Das manifestiert sich nämlich unterschiedlich, weil bei der sekundären Gerinnung haben wir ja eigentlich eine intakte primäre Gerinnung. Thromben bilden sich ja, aber die Verstabilisierung ist nicht vorhanden. Das ist, diese Leute haben verstärkte Nachblutungen, die kriegen Gelenksblutungen, die kriegen großflächige Hautblutungen, keine Petechien. Bei jemandem mit Van-Willebrand-Faktor-Mangel ist ein Blutungstyp vorhanden, der beides hat, der hat die Kombi. Und das ist eben die häufigste angeborene Hämostasestörung. Typ 1 ist am häufigsten, bei 80%, bei denen ist einfach beides vermindert. Es gibt ja noch bestimmte Typen, bei denen es einfach in der Funktion gestört ist. Die Hämophilie, die betrifft jetzt nur die Faktoren der sekundären Gerinnung, nämlich entweder Faktor 8 oder Faktor 9. Und bei den Leuten ist jetzt eben dieser hämophile Blutungstyp vorhanden. Das heißt, die haben Gelenksblutungen, wie schon gesagt. Die haben eine verlängerte Nachblutungszeit nach Operationen. Also das sind die zwei, die man vielleicht schon kennen sollte. Okay? Gut. Das sind jetzt nochmal die Symptome der unterschiedlichen Erkrankungen, also zum Beispiel eine Thrombozytopenie oder eine Vasopathie, eine Koagulopathie, das könnt ihr euch daheim noch anschauen, glaube ich. Wir machen bis Punkt und dann machen wir Pause, ja? Machen wir vielleicht noch die Thrombozytenhemmer. Also, welche Thrombozytenhemmer würdet ihr so spontan mir sagen? Welche gibt's? Was wisst ihr schon? Du weißt eh schon was. Also nicht ASS. ASS haben wir schon gesagt. Ja. Clopidogrel. Wie wirkt Clopidogrel? Ja. Genau. Irreversibel oder reversibel? Irreversibel, genau. Und wozu führt das? Ja, genau. Auf welchen Rezeptor? Ich gehe weg. Ja, aber ich meine, welcher Rezeptor wird gehemmt in der Bindung durch die Quervernetzung. BCY12 stimmt eh. Welches Glykoprotein? Das B3A. Ja, ich wollte nur noch mal, dass du es richtig sagst, vor der Woche 2A, 3B gesagt hast. Ja, genau, 2B3A. Und dann gibt es noch die Glykoprotein 2B3A Blocker, die direkt mit diesem Glykoprotein interagieren. Weiß da jemand ein Beispiel? Abciximab. Ja, ich kann es auch nicht richtig aussprechen. Genau, das sind einmal die drei wichtigsten. Das sind jetzt Thrombozytenaggregationshemmer. Die beeinflussen nicht die sekundäre Hämostase. Das ist mal die grundlegende Unterscheidung bei diesen ganzen Medikamenten, die wir lernen. Wir haben Medikamente, die die Thrombozytenaggregation beeinflussen und wir haben welche, die die sekundäre Gerinnungskaskade beeinflussen. Und die werden je nach der Funktion auch unterschiedlich eingesetzt im Spital. Also das sind die, die Thrombozytenaggregation beeinflussen. Die wirken dann vor allem auf atherosklerotische Komplikationen. Weil es so ist, dass bei Atherosklerose die Thrombozytenaggregation, die primäre, das Wichtige ist bei der Pathogenese von zum Beispiel einem Schlaganfall oder von einem allgemein von einem verstopften Gefäß, also bei Vorhofflimmern, Schlaganfall. Da ist wichtig, dass sich eben ein Embolus bildet von Thrombozyten, weniger die sekundäre Gerinnung. Sekundäre Gerinnung ist wichtig bei venösen Thrombosen, weil es da eben zu Stase kommt. Das kann man auch nicht genau. Also Thrombozytenaggregationshemmer hemmen die primäre Hämostase, die Funktion der Thrombozyten wird moduliert und die Gerinnungshemmer, was wir schon gesagt haben, die hemmen die sekundäre Hämostase. Und hier werden Gerinnungsfaktoren reduziert oder gehemmt. Das habe ich eben gesagt. Also Acetylsalicylsäure haben wir gesagt, irreversible Hemmung der COX-1. Wieso wird denn primär die COX-1 gehemmt? Wieso werden primär die Thrombozyten gehemmt? Irgendeine Idee? Ich gehe mal zurück wieder. Irgendjemand. Warum primär die... Jein. Es hat was damit zu tun, wie es mit dem Blutkreislauf ist.
Weil wir haben ja die Leber, die verstoffwechselt Acetylsalicylsäure zu Salicylsäure. Und das, was wir wollen, ist diese irreversible Hemmung mit der Acetylierung. Das heißt, wenn vor der hepatischen Metabolisierung das ASS interagieren kann mit den Thrombozyten, was es ja tut, dann führt das zu einer irreversiblen Hemmung der Thrombozyten. Und weil die Thrombozyten ja durch die Darmzotten durchschwirren, kommen sie in direkten Kontakt mit dem ASS, bevor es zur Leber kommt. Das führt dann zur Acetylierung und wir haben sie für ihre Lebenszeit von 8 bis 10 Tagen gehemmt. Okay. Also das ist das Wichtige, dass es eben bevor es in den portalen Kreislauf kommt, die Wirkung entfalten kann. Welche Dosis geben wir so zum Thrombozytenhemmung? 100 Milligramm. Mehr muss man nicht geben. Genau. Also selektive Wirkung auf Thrombozyten, eben wegen dem Portalkreislauf. In der Leber wird es deacetyliert, danach ist die Salicylsäure eben nur ein normales NSAR. Und die Hemmung ist irreversibel. Das ist das Arinas 513, 530, das muss man jetzt nicht unbedingt wissen. Die Halbwertszeit der Deacetylierung ist 15 Minuten, also es geht relativ schnell. Und was auch noch wichtig ist, es gibt Leute, bei denen ASS nicht so gut wirkt. Die haben aus irgendeinem Grund eine ASS-Resistenz bei 10-20%. Die kriegen dann ein Torpedogrel zum Beispiel. Die Indikation der Acetylsalicylsäure ist, es wird regulär eingesetzt als Sekundärprophylaxe. Also wenn jemand einen Herzinfarkt gehabt hat, gibt man ASS. Wenn jemand einen Schlaganfall gehabt hat, gibt man ASS. Also Patienten mit Atherosklerose und akuten thromboembolischen Erkrankungen. Und das reduziert die Inzidenz eines weiteren Herzinfarkts oder eines weiteren Schlaganfalls. Und es reduziert auch die Mortalität. Also das kriegen Sie, ja. Bei tiefer Beindehnarthrose gibst du Vitamin K. Okay. Ja, ich meine, wenn du das akut hast, dann gibst du Vitamin K. Ja. Aber ich habe auch gehört, wenn man dann auch, wenn man, also der Traum sich löst, dann ist man dann als Prophylaxe, also jeden Tag so als Acetylsäure nehmen sollte. Das wüsste ich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist so, dass primär bei tiefer Beindehnarthrose gibst du Heparine. Nicht Vitamin-K-Antagonisten, weil Vitamin-K-Antagonisten brauchen 2 bis 3 Tage, bis überhaupt die Wirkung entfaltet ist. Also primär zur Behandlung gibt man mal Heparine. Und wenn jetzt ein Risikofaktor besteht bei dieser Person, der nicht beseitigt werden kann, zum Beispiel eine angeborene Thrombose-Neigung, dann kann man auch lebenslang dann Vitamin-K-Antagonisten geben. Ja. Bei Vorhofflimmern gibt man auch relativ lebenslang Vitamin-K-Antagonisten. Aber ASS wüsste ich jetzt nicht. Müsste ich auch nachlesen, glaube ich nicht. Macht nicht so viel Sinn, finde ich auch. Also, wichtig, Sekundärprophylaxe, ihr werdet ständig, also ich habe wahrscheinlich eh in der Formulatur schon ständig Patienten gehabt, die ASS nehmen, oder? Nehme ich mal an. Hm? Achso, ich weiß ja nicht, manche Leute machen die schon sehr früh. Hm? Ja, stimmt, wo warst du intern, ne? Unfall, ja. Ja, genau. Ja, eben. Voll. Also das sind so Sachen, die seht ihr dann ständig auf der Kurve, dass die Leute ein ASS nehmen. Also ich habe echt das Gefühl, wenn du auf der Internet bist, jeder kriegt ASS. Musst halt schauen, dass die keine Magen-Darm-Ulzere haben. Ja. Wobei bei der niedrigen Dosis ist das jetzt nicht so eine Gefahr. Gut. Das nächste sind die Tienopyridine, das ist das Torpedogrel, das ist mal das Wichtigste, damit kommt das Prasugrel und das Ticlopidin. Die führen zu einer irreversiblen Hemmung der ADP-Rezeptoren, also P2Y12. Das heißt, es wird die Glykoprotein 2B3A-Expression gehemmt. Dadurch kommt es eben zu keiner Quervernetzung der Thrombozyten. Das Wichtige ist, es sind Prodrugs, das heißt, sie werden erst durch ZYPs umgewandelt in die aktive Form. Da ist wichtig Typ 2C19 beim Clopidogrel, weil zum Beispiel das Omeprazol, das führt ja zu einer Hemmung vom Typ 2C19 und das heißt, diese Leute haben eine weniger hohe Umwandlung zum aktiven Substanz und wenn die das bekommen als Prophylaxe, dann haben sie eigentlich nicht die Wirkspiegel, die sie haben sollten. Es werden auch die anderen, Prasugrel und Ticlopidin, werden auch durch Typs aktiviert, also Typ 2B6 und Typ 3A4. Und wichtig ist auch noch der Typ 2C19 Polymorphismus, den haben 30% der Leute. Also grundsätzlich würden wir jetzt nicht darauf testen, wenn ihr jetzt jemand Clopidogrel gibt. Aber wenn ihr es zum Beispiel geben würdet in normaler Dosierung und es tritt dann trotzdem Komplikationen auf, dann sollte man vielleicht mal schauen. Nebenwirkungen
Was interessant ist, ist, dass Clopidogrel bei Kombination mit Repaglinid, Flashback Block 10, das war eines von den Diabetes-Medikamenten, zu einer Hypoglykämie führen kann. Also Sulfonylharnstoff ist das. Das kann zu einer Hypoglykämie führen. Die Frage ist, wieso? Weil das Repaglinid wird über Typ-2C8 metabolisiert und das Clopidogrel wird nicht nur metabolisiert, sondern es hemmt auch Zyps. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt genau wissen, aber es hemmt die Typ-2C8. Dadurch wird Repaglinid in zu hohen Spiegeln im Körper vorhanden sein und die Leute neigen dann eher zur Hypoglykämie. Das Ticlopidin, das kann Agranulozytosen auslösen. Es kann eine thrombotisch-thrombozytopenische Purpura auslösen und Übelkeit und Diarrhoe. Weiß jemand, was eine thrombotisch-thrombozytische Purpura ist? Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura. Weiß jemand, was das ist? Thrombozytopenische Purpura. Ich habe ein bisschen Probleme, damit das auszusprechen. Ich nenne es immer TTP. Also bei der thrombotisch-thrombozytopenischen Purpura kommt es dazu, dass sich so Mikrothromben bilden in den Kapillaren. Das kann zum Beispiel sein, wenn der Van Willebrand-Faktor nicht ausreichend gespalten wird. Es gibt nämlich ein Enzym, die ADAMTS13, müsst ihr nicht wissen, die kann den Van Willebrand-Faktor spalten und führt dadurch dazu, dass sich weniger Thromben bilden. Also das ist einfach ein Enzym, was endogen im Körper vorhanden ist und das begrenzt uns praktisch die Thromboseneigung. Wenn dieses Enzym jetzt irgendwie gestört ist, oder es kann jetzt sein durch Infektionen, das kann sein durch angeborene Störungen, dann wird der Van Willebrand-Faktor nicht ausreichend gespalten und das kommt zu einer erhöhten Thromboseneigung. Das manifestiert sich dann hauptsächlich in den kleinen Kapillaren. Dadurch kommt es eben zum thrombotischen Teil der TTP. Es kommt zum thrombozytopenischen Teil, weil natürlich die Thrombozyten, wenn sie Thrombosen bilden, sind sie weniger hoch vorhanden im Blut. Ist logisch. Und es kommt bei den Leuten auch zu einer hämolytischen Anämie, weil die Erythrozyten werden verformt in den Kapillaren durch die Thrombosen. Das ist eben eine Störung der Kapillarform sozusagen. Dadurch werden die Erythrozyten zerstört und zu den Purpura kommt es eben dadurch, weil die Thrombozyten ja verringert sind, weil sie ja Thromben bilden und dadurch kommt es zu Hauteinblutungen. Also das kann auch passieren beim Ticlopidin. Es gibt auch Fälle, wo es beim Clopidogrel passiert ist. Also es ist nicht Ticlopidin spezifisch. Und es löst eben öfters Übelkeit und Diarrhoe aus als die anderen Substanzen. Indikationen für Clopidogrel sind als Therapiealternative für ASS, wenn man es ASS nicht geben kann, zum Beispiel bei einer Allergie oder eben, wenn es die Leute nicht ansprechen darauf. Und man gibt es auch oft als duale Plättchenhemmung. Also man kombiniert oft ASS und Clopidogrel. Das macht man jetzt zum Beispiel bei Leuten, wenn sie einen Herzinfarkt hatten. Und man setzt ihnen einen Stent ein. Also gibt es unterschiedliche Arten von Stents. Dazu gibt es auch eine Folie, falls es euch interessiert. Es gibt unterschiedliche Arten von Stents, die man dann einsetzt. Und es ist ja eigentlich eine unphysiologische Oberfläche da drin im Körper. Da gibt es dann eine gestörte Endothelialisierung, weil da steckt halt was in deiner Arterie drin. Ich meine, das ist auch nicht so. Das macht der Körper auch nicht. Und da gibt man dann eine kombinierte Plättchenhemmung am Anfang. Je nachdem, was für eine Art von Stent es ist, jeweils 6 Monate oder einen Monat. Um dieses Risiko der Zuthrombosierung dieses Stents zu verhindern. Also so eine Thrombosierung von einem Stent hat eine sehr hohe Mortalität von 80%. Also das will man vermeiden. Deswegen gibt man dann eine duale Plättchenhemmung. Genau. Das Prasugrel, das gibt man kombiniert mit ASS beim akuten Koronarsyndrom. Wobei momentan ist Mittel der Wahl das Ticagrelor. Das ist bei der nächsten Folie. Das ist das hier, das Brilic. Das werdet ihr vielleicht auch mal sehen. Also ich habe jetzt bei vielen auch die Markennamen dazu geschrieben, weil ihr seid dann im Spital und da steht dann halt nicht Clopidogrel, da steht Plavix. Und dann könnt ihr immer gleich sagen, ja, das ist das Clopidogrel. Ich weiß genau, wieso ihr das könnt. Oder es wird unnötig verschrieben. Also das Brilic, das ist das Ticagrelor. Das ist grundsätzlich von der Wirkweise her gleich wie die Tienopyridine. Also es ist wieder dieser ADP-Rezeptor. Aber es ist ein bisschen unterschiedlich, weil es reversibel den Rezeptor hemmt. Und der Wirkeintritt ist auch schneller als beim Clopidogrel zum Beispiel. Beim Clopidogrel dauert das so 4 Stunden, bis man die maximale Wirkung hat. Beim Ticagrelor geht das viel schneller, ich glaube 30 Minuten. Es hat auch eine kürzere Halbwertszeit, was jetzt eigentlich ein Nachteil ist. Das heißt, wir müssen es öfters geben. Aber es ist dadurch besser steuerbar von der Funktion her. Es wird übrigens auch zu einem aktiven Metaboliten umgewandelt. Ich habe irgendwo gelesen in der Folie, dass es nicht zu einem aktiven Metaboliten umgewandelt wird, aber es wird zu einem aktiven Metaboliten umgewandelt, über Typ 3 oder 4. Ist auch ein P-Glykoprotein-Substrat. Und es hat jetzt ein paar
Nebenwirkungen, die es unterscheiden von den Tenapyridinen. Es führt nämlich zur Dyspnoe und zu Bradykardien. Das ist halt vor allem bei Patienten ein Problem, die jetzt beim Dyspnoe eine COPD haben zum Beispiel. Also die neigen dann eher zu Dyspnoe, was natürlich auch die Compliance dann beeinträchtigen wird. Es kann die Glykoprotein auch inhibieren, es kann zum Kreatininanstieg und zu einem Harnsäureanstieg führen. Also darauf muss man halt achten, wenn die Leute noch multimorbide sind, was die meisten Patienten sind. Das ist jetzt laut den neuen Guidelines Mittel der Wahl beim akuten Koronarsyndrom in Kombination mit ISS. Also früher war es Clopidogrel, das steht noch in den alten Herold-Ausgaben drinnen. Heutzutage wird es eher das Ticagrelor verwendet, weil es anscheinend ein besseres Outcome hat. Und das Cangrelor, das steht jetzt nur interessenshalber da, das gibt nur IV. Gut, dann machen wir noch die und dann machen wir Pause, brauchen Wasser. Das haben wir eh schon gesagt, das sind die direkt, die an den Glykoprotein-Rezeptor binden. Das sind die Vertreter des Atfiximab, was man nicht aussprechen kann, das Eptifibatid, wieso haben die alle so Namen, die ich nicht aussprechen kann, wer weiß es, ich nicht, und das Tirofiban, die gibt man alle IV. Die hemmen eben die Bindung der Thrombozyten direkt durch diesen Glykoprotein-2b3a-Rezeptor. Wenn 80% der Rezeptoren besetzt sind, dann führt das zu einer vollständigen Hemmung. Und das Atfiximab unterscheidet sich dadurch von den anderen zwei, von Eptifibatid und Tirofiban, dadurch, dass es eine kürzere Halbwertszeit hat, nämlich 30 Minuten, aber eine viel längere Wirkdauer. Weil das hat so eine hohe Affinität zu diesem Rezeptor, dass es bis zu 48 Stunden wirken kann eigentlich. Weil jetzt die anderen diese hohe Affinität nicht haben, entspricht ihre Wirkdauer der Halbwertszeit. Das heißt, die haben eine Halbwertszeit von 2 Stunden, wirken dann auch nur 2 Stunden. Das Atfiximab hat eine kurze Halbwertszeit, wirkt aber viel, viel länger. Und ausgeschieden werden sie renal, können eine Thrombozytopenie hervorrufen, vor allem in den ersten 12 Stunden. Da muss man die Thrombozytenwerte kontrollieren, weil es auch sein kann, dass sie ziemlich absinken. Und es können sich mehrere humane antichimäre Antikörper bilden. Das ist vor allem beim Atfiximab ein Problem, weil das ist ein humanes Fab-Fragment. Also das ist ein Immunoglobulin-Fragment. Deswegen können sich da Antikörper bilden. Angewendet werden die jetzt nicht routinemäßig, dass man sie jetzt jedem Patienten gibt, sondern die gibt man jetzt auch nur bei Herzinfarktpatienten, wenn die jetzt eine perkutane koronare Intervention bekommen, also einen Stent eingesetzt kriegen als Therapie. Dann gibt man die zusätzlich, aber auch nicht in jedem Fall, sondern nur, wenn die Patienten jetzt zum Beispiel sehr viele Komorbiditäten haben, sehr viele Risikofaktoren haben, eine erhöhte Thrombuslast haben, also der Thrombus besonders groß ist, dann gibt man das zusätzlich, weil es die Mortalität verringert. Würde man aber auch nicht jedem Patienten geben, wie gesagt. Ja. Ja. Die können zu Allergien führen. Also das ist ein humanes, chimäres Farbfragment. Deswegen nennt man die humane Antichimäre Antikörper. Weil es ein chimäre Antikörper ist, das sagt sich immer. Deswegen. Zusätzliche Präparate, die man noch im Kombi geben kann, sind das Dipyridamol. Das gibt man mit ISS zusammen. Das hemmt die Aufnahme von Adenosin. Und dadurch kommt es zu einer CAMP-Erhöhung. Da haben wir schon gesagt, CAMP-Erhöhung führt zu einer Hemmung der Thrombozyten. Das heißt, das würde die thrombozytäre Hemmung noch verstärken, was gut ist. Yay. Und was obligatorisch wird es auch noch. Man hat das gegeben oder gibt es immer noch teilweise Sekundärprophylaxe beim Schlaganfall, wo man ja ISS regulär gibt. Der Benefit ist aber eher fragwürdig. Also von Studienlage her gibt es nicht wirklich jetzt eine Indikation, dass das jetzt wahnsinnig besser wirkt als ISS alleine. Und das Cilostazol, das hemmt die Phosphodiesterase 3, was auch zu CAMP-Erhöhung führen würde. Das kann man bei PAVK, also bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit, geben, ab einem bestimmten Stadium. Und wir machen jetzt Pause. Antikoagulantien, der Unterschied zu den Thrombozytenaggregationshemmern ist jetzt, dass die in die Gerinnungskaskade eingreifen. Es gibt jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir das machen können. Wir können jetzt sowohl Heparine verwenden, die Antithrombinwirkung verstärken. Haben wir vorher schon gesagt, welche zwei Gerinnungsfaktoren werden durch Antithrombin gehemmt? Zwei Stück sind es. Nein, was war 5 und 8? APC, genau. 5 und 8 ist APC. Antithrombin 3 ist 2 und 10. Okay. Es gibt noch andere Stoffe, die jetzt keine Heparine sind, die Faktor 10 zum Beispiel via Antithrombin 3 hemmen können. Es gibt auch direkte Hemmer von Faktor 2, es gibt auch direkte Hemmer von Faktor 10. Und dann haben wir noch die Vitamin-K-Antagonisten, die eben die Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren in ihrer Wirkung beeinträchtigen.
Das sind mal die wichtigsten. Hier sieht man nochmal, was das Heparin macht. Also Heparin führt dazu, dass das Antithrombin 3 eben vermehrt CNA und Thrombin hemmen kann. Es gibt jetzt unterschiedliche Heparine. Wer weiß, welche zwei Gruppen wir haben bei den Heparinen? Mhm. Genau, also wieder molekulare und unfraktionierte, sagt man, oder hochmolekulare. Genau. Also, es ist jetzt, wie gesagt, es ist grundsätzlich so, dass die Heparine eben unfraktioniert sein können oder hochmolekular, oder sie sind niedermolekulare, das ist NMH oder Low Molecular Weight Heparin. Woraus bestehen die Heparine überhaupt? Das sind Monosaccharidketten. Und der Unterschied zwischen den unfraktionierten und den niedermolekularen Heparinen ist, dass die niedermolekularen Heparine eine viel kürzere Kettenlänge haben, diese Monosaccharidketten. Macht das für uns jetzt einen Unterschied, was die Wirkung angeht, die Kettenlänge? Ja, welchen? Ich bin gemein, ich frage euch Sachen, das sollte ich nicht machen, oder? Ich mache es trotzdem. Genau, welches? Genau, das lange. Weißt du doch wieso? Nein, okay. Macht nichts. Man sieht es hier. Also hier haben wir unser unfraktioniertes Heparin, das hat eine wahnsinnig lange Kettenlänge. Und hier haben wir unser niedermolekulares Heparin, das hat eine viel kürzere Kettenlänge. Es ist jetzt so, dass es mittels eines Pentasaccharid-Teils, also es sind eigentlich 5 Monosaccharide in einer Reihe, die sind dafür verantwortlich, dass das Antithrombin 3 dann binden kann. So findet die Bindung statt. Das ist notwendig für die Hemmung von Faktor 10. Beim Faktor 2 ist das ein bisschen unterschiedlich, weil der muss hingeführt werden zum Antithrombin 3. Wie wird der hingeführt? Der wird hingeführt, indem er an eine Kette bindet und dann an der Kette entlang rutscht. Wenn die Kette zu kurz ist, kann der Faktor 2 nicht binden und wir haben nur eine Hemmung von Faktor 10. Das ist der Grund dafür, dass die niedermolekularen Heparine nur den Faktor 10 hemmen, also vor allem im Verhältnis 4 zu 1 und sehr selten den Faktor 2. Wie gesagt, Faktor 4 zu 1. Faktor 10 Wirkung wiegt, überwiegt. Wie gesagt, die Heparine sind nur im Komplex mit Antithrombin wirksam, allein haben sie keine Wirkung. Sie wirken nur dadurch, dass sie die Wirkung vom Antithrombin verstärken. Um wie viel ungefähr? 10, 100, 1000, 10.000, 20.000, 1 Million, ratet. 1000. Aber ein Faktor 10 Unterschied. Also im Faktor 1000 potenzieren Sie die Wirkung vom Antithrombin 3. Die Voraussetzung, wie gesagt, ist diese Pentasaccharid-Sequenz. Die ist wichtig für die Faktor 10 Hemmung und die Kettenlänge. Ab 18 Monosacchariden kann wir auch Faktor 2a hemmen. Wichtig ist auch, dass es einen Antithrombin-3-Mangel zu einem Wirkungsverlust kommt. Es gibt Leute, die haben einen Antithrombin-3-Mangel, zum Beispiel beim nephrotischen Syndrom, kommt es zu vermehrter Antithrombin-3-Ausschüttung, also Ausscheidung durch die Niere. Und die Leute haben dann einen Wirkungsverlust natürlich, weil es ist weniger Antithrombin-3 da, es kann weniger Antithrombin-3 potenziert werden. Deswegen wirken die Heparine nicht so gut. Was Heparin zusätzlich noch macht, ist, dass es den Tissue Factor Pathway Inhibitor freisetzt, also stimuliert das. Da haben wir vorher gesagt, wie wirkt der Tissue Factor Pathway Inhibitor? Was hemmt der? Was ist der Tissue Factor Pathway? Ja, wie fängt der an? Ach was, ja, genau. Und wovon verbindet sich der? 7, genau. Und wozu führt das dann? Tissue Factor und Faktor 7? Genau, von 10. Und was dieser Tissue Factor Pathway Inhibitor jetzt macht, ist, er bindet zuerst an den Faktor 10, an den aktivierten, hemmt den. Und zusammen mit dem Faktor 10 kann er auch noch den Tissue Factor und den 7a hemmen. Also das hemmt eigentlich praktisch den Anfang des exogenen Wegs. Das wird durch Heparin zusätzlich auch noch stimuliert. Es wird noch die TPA stimuliert. Wofür war die TPA wichtig? Genau, also für die Fibrinolyse, sehr gut. Das heißt, wir haben auch eine gestärkte Fibrinolyse, auch sehr gut. Zusätzliche Wirkung ist auch, dass die Lipoproteinlipase stimuliert wird. Das heißt, bei Heparingabe haben wir eine Abnahme von den Triglyceriden.
Und der Fibroblast Growth Factor wird gebunden und gehemmt, das heißt Zellproliferation wird auch gehemmt. Außerdem wird die Osteoblastenfunktion gehemmt. Und Leute, die Heparin länger nehmen, haben oftmals eine Osteoporoseentwicklung. Das kommt daher, weil die Osteoblasten gehemmt werden. Gut, jetzt einmal über den Unterschied zwischen unfraktionierten Heparin und niedermolekularen Heparin. Also es gibt ja nicht nur einen Unterschied jetzt bei der Wirkung selber, also wie sie wirken. Wir haben gesagt, das niedermolekulare Heparin hemmt jetzt vor allem den Faktor 10, Verhältnis 4 zu 1. Unfraktioniertes Heparin hemmt Faktor 10 und Faktor 2 im Verhältnis 1 zu 1, also beides gleich viel ungefähr. Es ist jetzt so, dass das niedermolekulare Heparin eine andere Halbwertszeit hat als das unfraktionierte Heparin. Das unfraktionierte Heparin hat eine kürzere Halbwertszeit, nämlich von 1 bis 2 Stunden. Das Low Molecular Weight Heparin, also das niedermolekulare Heparin, hat eine 2- bis 5-stündige Halbwertszeit. Das heißt, das muss man weniger oft spritzen. Wenn jetzt jemand das Heparin einfach nur zur Thromboseprophylaxe nehmen würde, dann würde man es einmal am Tag geben. Also dann würde man das niedermolekulare Heparin geben, es reicht einmal am Tag zu spritzen. Beim unfraktionierten Heparin muss man schon 2 bis 4 Mal am Tag spritzen. Also das ist natürlich angenehmer für den Patienten, wenn er nur einmal am Tag sich die Spritze setzen muss, subkutan. Bei der subkutanen Gabe ist auch noch ein Unterschied, dass die Bioverfügbarkeit unterschiedlich ist. Also die niedermolekularen Heparine, die haben eine höhere Bioverfügbarkeit subkutan, fast 95%, also super. Das unfraktionierte Heparin hat eine ca. 35%ige Bioverfügbarkeit, also das geht jetzt nicht so gut rein ins Gewebe. Und es ist auch relativ schwer abzuschätzen, wie viel denn jetzt reingeht. Also das ist auch von Person zu Person unabhängig, also es ist weniger gut steuerbar. Eliminiert werden sie auch unterschiedlich, also wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Unterschiede zwischen diesen Substanzen. Die einen werden nämlich über das retikuloendotheliale System eliminiert, also über Endothelzellen, Makrophagen etc. Und das andere, also das niedermolekulare, wird über die Niere eliminiert. Das heißt, wenn jemand jetzt eine Niereninsuffizienz hat, sollten wir kein niedermolekulares Heparin geben, sondern wir würden auf das normale Heparin, auf das unfraktionierte umsteigen müssen. Also das unfraktionierte Heparin ist unser Mittel der Wahl bei Leuten mit starker Niereninsuffizienz. Normalerweise würden wir eher ein niedermolekulares Heparin geben, weil die einfach besser steuerbar sind, weil sie längere Halbwertszeit haben, weil sie weniger Nebenwirkungen verursachen. Also grundsätzlich sind die niedermolekularen besser, aber das unfraktionierte geben wir bei Niereninsuffizienz. Wir geben auch lieber das unfraktionierte Heparin bei den vorher schon erwähnten Herz-Kreislauf-Operationen, wo man eine Herz-Lungen-Maschine verwendet, weil man das antagonisieren kann. Wodurch kann man es antagonisieren? Ich bin jetzt zurückgegangen, weil es steht oben. Ja, es ist Protamin. Was ist Protamin? Ach, das haben wir aber im Block 10 erwähnt, glaube ich. Was ist Protamin? Ja, Protamin ist Lachsperma. Lieblingsfrage der Herzchirurgen. Was geben wir zur Heparinantagonisierung? Protamin. Was ist Protamin? Und da freuen sie sich immer, wenn sie sagen, Lachsperma. Ja, also es ist in Lachsperma enthalten, das Protamin. Das ist einfach positiv geladen. Deswegen kannst du das Heparin praktisch binden. Man gibt 1 Milliliter Protamin zur Antagonisierung von 1000 internationalen Einheiten Heparin. Wisst ihr ungefähr, wie viel man gibt Heparin von den internationalen Einheiten her? Wie viel spritzt man den Leuten ungefähr? Sagen wir bei der Herz-Kreislauf-OP. Also bei der Herz-Lungen-Maschine gibt man 35.000 internationale Einheiten als Bolus am Anfang, also ziemlich viel. Man gibt 5.000 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Also müsste 70 Kilogramm Mann, kriegt 35.000. Also das ist antagonisierbar durch das Protamin, weil das Protamin als geladene Substanz das Heparin binden kann. Das niedermolekulare Heparin ist weniger gut antagonisierbar. Es wirkt das Protamin zwar ein bisschen, aber es wirkt nicht so stark. Das heißt, wenn wir jetzt eine OP machen und wir müssen das gut antagonisieren können, dann würden wir lieber das hochmolekulare geben. Das haben wir schon gesagt, die Gabe ist 2 bis 4 Mal pro Tag und hier ist die Gabe 1 Mal pro Tag. Okay. Von den Nebenwirkungen her haben wir vorher schon über die HIT 2 und die HIT 1 geredet. Du hast die HIT 2 erwähnt und du hast gesagt, das passiert dadurch, dass sich eben das Heparin mit diesem Platelet-Faktor 4 verbindet und es bilden sich dann dagegen Antikörper. Damit kommt es dann zu Mikrothrombosen oder auch zu größeren Thrombosen und das führt dann zu einem Abfall der Thrombozytenzahl. Welches ist denn gefährlicher, HIT 1 oder HIT 2? Da ist was verrutscht, tut mir leid, ich werde es ausbessern. Ja, wann tritt die 2 auf? Ja, genau. Also um wie viel fallen die Thrombozytenzahlen ab ungefähr? Um wie viel fallen die Thrombozytenzahlen ungefähr ab bei einer HIT 2? Mehr als bei der HIT 1? Ja. Ja, wie viel mehr? 50%. Genau. Und HIT 1 ist wie viel? 30%. Genau. Gut.
Wie ist es, müssen wir Heparin absetzen bei H2? Wer sagt ja? Sehr gut, Patient lebt. Also, bei H2 setzen wir Heparin ab, bei H1 kann man es weiternehmen. H1 tritt eben in den ersten Behandlungstagen auf, der Abfall ist weniger stark, es sind ungefähr so 30%. Bei der H2 ist es eben mehr wie 50%, meistens eben unter die 100.000. Die Inzidenz unterscheidet sich jetzt auch je nachdem, was für eine Art von Heparin wir geben. Beim unfraktionierten Heparin ist sie viel höher als beim niedermolekularen Heparin. Da ist also 3% versus 0,1%. Das kommt daher, weil das niedermolekulare Heparin ja viel kleiner ist. Das heißt, es neigt weniger dazu, sich mit dem Platelet Faktor 4 zu verbinden. Also kleinere Größe, weniger starke Verbindung mit Platelet Faktor 4, weniger hohe Inzidenz von HIT2. Das haben wir schon gesagt. Die Reaktion bei HIT1 ist direkt antikörperunabhängig. Ich habe verschiedene Theorien gelesen, wie es dazu kommt, muss man nicht unbedingt genau wissen. Das habe ich, glaube ich, also was unten steht, ist, glaube ich, dass die, ich kann es nicht lesen, ich glaube, das Risiko bei niedermolekularen eben niedriger ist. Das steht hier oben. Bei der HIT2 muss man jetzt natürlich, wenn die Person das gehabt hat und wir müssen weiter gerinnungshemmende Mittel geben, müssen wir jetzt umsteigen auf ein anderes Medikament. Da haben wir jetzt zum Beispiel ein Hirudin. Das Lepirudin kann man geben, das hemmt den Faktor 2. Man kann das Algatroban geben oder das Danaparoid. So kommen wir nachher noch zu den Substanzen. Das Danaparoid hat aber eine 5-10%ige Kreuzreaktivität, also lieber nicht das geben. Und vor Therapiebeginn mit Heparin sollte man natürlich die Thrombozytenzahl kontrollieren, weil wir müssen ja abschätzen können, wie weit sind unsere Thrombozyten gefallen. Weil wenn der am Anfang schon niedrige Thrombozytenzahlen hat, dann ist vielleicht keine HIT2 vorhanden. Also wir brauchen irgendwie einen Referenzparameter. Also immer Thrombozytenzahl kontrollieren brauchen. Was wir sonst noch für Nebenwirkungen haben, ist eben das Blutungsrisiko. Das ist auch niedriger bei Low Molecular Weight Heparin. Ich habe, glaube ich, irgendwo noch eine Statistik, wie viel hoch das eigentlich ist. Moment. Ich weiß es nicht auswendig. Okay, das geht nicht. Doch. Genau, leichte Blutungen bei 2-3%. Also kommt schon öfters vor. Es kann zu Osteoporose führen, haben wir schon gesagt, Osteoplasten werden gehemmt. Es kann auch zu Haarausfall führen, interessanterweise. Da gibt es auch noch nicht wirklich eine eindeutige Theorie, wieso das zu Haarausfall führen kann. Es begünstigt anscheinend, dass die Haare früher den Zyklus praktisch eingehen, wo sie dann ausfallen können. Also es beschleunigt irgendwie die Mitosen der Haare. Also weiß man noch nicht genau, wieso es dazu kommt. Allergien kann es natürlich auch geben. Es kann auch zu einem Hyperaldosteronismus führen, das Heparin, und das kann dann zu einer Hyperkalämie führen. Und es kann zum Anstieg der Transaminasen führen. In 60% der Fälle, ist aber eigentlich nicht gefährlich, ist reversibel. Gut. Es wird ein Enzym gehemmt, soweit ich mich erinnern kann. Es wird die Bindung gehemmt vom Angiotensin 2 an seinen Rezeptor in der Zona glomerulosa. Nein, ich hoffe, das stimmt jetzt, aber ich glaube, sowas habe ich gelesen. Ja. Okay, also die Wirkung von Heparin kann man ja überwachen mittels APTT, haben wir vorher gesagt. Sieht man hier, APTT versus Konzentration von Heparin. Und es ist jetzt so, dass das nur gut funktioniert beim unfraktionierten Heparin, was Faktor 2 und Faktor 10 hemmt. Beim Enoxaparin, das ist ein Beispiel für einen Stoff, der ein niedermolekulares Heparin ist, zum Beispiel Dalteparin wäre auch ein niedermolekulares Heparin. Da kann man das weniger gut überwachen, die Funktion. Also das funktioniert nicht so gut. Grundsätzlich muss man bei den niedermolekularen Heparinen aber auch keine Funktionsüberwachung machen. Also das funktioniert meistens sehr gut und es ist nicht notwendig. Wenn, dann können wir zum Beispiel die Faktor 10 Aktivität bestimmen. Das wäre möglich. Aber das muss man meistens nicht tun. Beim unfraktionierten Heparin sollte man schon schauen, wie ist die Funktion, wie wirkt es. Weil es auch relativ unberechenbar ist, wie gut das wirkt. Anmerken tun wir es jetzt als Thromboseprophylaxe bei tiefenvenösen Thrombose und Lungenembolie. Also zum Beispiel bei Patienten, die jetzt eine OP bekommen, die kriegen meistens ein Heparin gespritzt, weil das Risiko für eine Thrombose um 60% erniedrigt. Man gibt es beim akuten Koronarsyndrom, beim Myokardinfarkt, auch gleich am Anfang schon. Der Herr von der Rettung weiß das, nehme ich an, dass man Heparin beim Myokardinfarkt gleich gibt dann am Anfang. Ja, du weißt. Genau. Man gibt es bei Bypass, haben wir schon gesagt, und bei der ECMO,
das ist die extrakorporale Membranoxygenation. Das gibt man bei Leuten, die ein akutes Lungenversagen haben. Da kann man das Blut praktisch außerhalb des Körpers auf der Intensivstation oxygenieren. Da muss man natürlich dann auch ein Heparin geben, weil das auch eine unphysiologische Oberfläche ist. Grundsätzlich immer, wenn wir irgendwas in den Körper einbringen, was unphysiologisch ist, oder das Blut irgendwo durchschicken, was unphysiologisch ist, müssen wir antikoagulieren, weil sonst sich Thrombosen bilden können. Was ganz wichtig ist, ist auch, dass die Heparine nicht patientengängig sind. Das heißt, wir können das auch in der Schwangerschaft geben. Kann man Vitamin K-Antagonisten in der Schwangerschaft geben? Was passiert dann? Ja, genau. Also Warfarin-Embryopathie, sagt man. Also Skelettdeformitäten, ZNS-Deformitäten. Ja. Also Vitamin K-Antagonisten auf keinen Fall in der Schwangerschaft. Heparine kann man geben. Dann gibt es noch das Fondaparinux. Das Fondaparinux wirkt so ähnlich wie ein niedermolekulares Heparin. Das ist nämlich eigentlich eine synthetisch hergestellte Pentasaccharidsequenz. Und wir haben vorher gesagt, diese Pentasaccharidsequenz ist ja dafür zuständig, dass die Bindung an Antithrombin 3 möglich wird und dadurch die Faktor 10-Hemmung. Das heißt, das Fondaparinux ist eigentlich nur diese Pentasaccharidsequenz, die dann an Antithrombin 3 bindet und dadurch unseren Faktor 10 hemmt. Also es ist ein synthetisch hergestellter direkter Faktor 10-Inhibitor, Wirkung ist aber abhängig von Antithrombin 3. Es hat natürlich ein geringeres Risiko für eine Bindung an den Tetrafaktor 4, kann aber sensibilisieren für eine HIT. Also es kann schon eine Sensibilisierung hervorrufen, dass dann ein höheres Risiko für eine HIT besteht, wenn man danach Heparin gibt. Die Halbwertszeit ist viel länger, 17 Stunden, das heißt, genauso wie die niedermolekularen Heparine kann man das einmal am Tag geben, muss es nicht öfters geben. Es wird renal eliminiert, ist also auch kontraindiziert bei einer Niereninsuffizienz, auch so wie die niedermolekularen Heparine. Anwendung kann man eben auch als Thromboembolie-Prophylaxe geben oder als Therapie bei der Pulmonalembolie und der tiefen Venenthrombose. Genau, Nebenwirkungen sind, es kann sowohl zu einer Thrombopenie führen, also zu einer Anämie, es kann zu Leberfunktionsstörungen führen und zu Ödembildung. Fragt mich jetzt nicht nach Pathogenese. Das ist unspezifisch. Wichtig ist bei dem eben, dass es dieser synthetische Faktor 10-Inhibitor ist, weil er die Pentasaccharid-Sequenz hat. Und dass eben auch das alles vom Antithrombin 3 abhängt. Und ist eine Alternative zu niedermolekularen Heparinen. Das Danaparin, das habe ich vorher schon erwähnt, als Therapie beim HIT 2 als Alternative, hat allerdings eine Kreuzreaktivität in 5%. Also theoretisch ist es zwar möglich, aber man würde es lieber jetzt nicht geben. Und das ist einfach eine Mischung aus niedermolekularen sulfatierenden Glykosaminoglykanen. Das Heparin selber ist auch eine Mischung aus Glykosaminoglykanen. Also diese Monosaccharidketten sind Glucosaminoglykane hauptsächlich. Und das führt auch zu einer AT3-abhängigen Faktor 10-Hemmung. Gut, dann gibt es jetzt noch neue antikoagulatorische Medikamente. Die wirken jetzt direkt als Faktor 10-Inhibitoren oder direkt als Faktor 2-Inhibitoren. Also da gibt es mehrere. Die Faktor 10, da gibt es das Rivaroxaban, das Endoxaban und das Apixaban. Und bei den direkten Faktor 2a-Inhibitoren gibt es das Dabigatran. Das ist oral bioverfügbar. Es gibt dann auch noch das Agatroban, das gibt man nur IV. Aber die sind die neuen oralen antikoagulatorischen Antikoagulantien. Also die gibt man alle oral. Das sind also praktisch Alternativmedikamente zu Vitamin-K-Antagonisten. Wenn man sie auch oral gut geben kann. Die direkten Faktor 10-Inhibitoren sind jetzt im Unterschied zum Fondaparinux, was ja auch den Faktor 10 inhibiert, Antithrombin 3 unabhängig. Das heißt, die sind nicht davon abhängig, wie hoch die Antithrombin 3-Spiegel sind, sondern die hemmen ihn jetzt direkt. Da gibt es eben diese drei Vertreter. Bioverfügbarkeit ist eigentlich relativ gut, so 50-80%. Sie werden hauptsächlich renal eliminiert, das Apixaban eben noch ein bisschen billiger. Und sie werden auch durch ZYPs verstoffwechselt. Also Rivaroxaban und Apixaban, CYP3A4 und CYP2J2. Da musste ich nachlesen, ob das wirklich gibt, dieses J2. Ich dachte, das ist ein Tippfehler, es gibt es wirklich. Aber es ist hauptsächlich CYP3A4. Das heißt, da muss man dann halt aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Antimikrotikum gibt, was CYP3A4 hemmt. Also in der Zone. Oder Clarithromycin, Erythromycin. Da muss man halt bei Medikamenteninteraktionen aufpassen. Halbe Zeit ist gut, 10 Stunden. Man gibt es nicht in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit und man gibt es auch ungern bei Niereninsuffizienz, weil sie renal eliminiert werden und dann akkumulieren können. Beziehungsweise man sollte die Dosis reduzieren bei der Niereninsuffizienz oder bei zum Beispiel einer Clearance unter 15, glaube ich, ist es dann kontraindiziert, dass man es gibt. Und bei Leberfunktionsstörungen muss man natürlich auch aufpassen, weil das die ZYPs beeinflussen kann und das dann die Metabolisierung. Indikationen für diese Stoffe sind jetzt die Therapie von der tiefen Venenthrombose und der Pulmonalembolie.
Man gibt es als Thromboembolie-Prophylaxe bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern. Also nicht-valvuläres Vorhofflimmern heißt, wenn diese Person jetzt zum Beispiel, also valvulär, wenn es zum Beispiel eine Mitralklappe eingebaut bekommen hätte, diese Person. Sowas. Nicht-valvuläres Vorhofflimmern ist Vorhofflimmern anderer Gemäße. Man gibt es allgemein zur Thromboembolie-Prophylaxe, das Rivaroxaban, oder nach Hüft-Knie-Ersatz. Also wenn man da eine Prothese eingesetzt bekommt und danach liegt, dann kriegt man das Apixaban als prophylaktisches Medikament für die Thrombose. Also das sieht einfach die Zulassungen, die dafür bestehen. Man könnte natürlich theoretisch wahrscheinlich auch das Apixaban als allgemeine Prophylaxe geben, aber es ist einfach in Studien nicht so erprobt worden, dass man es jetzt empfehlen würde. Und es gibt interessanterweise auch schon ein Antidot gegen diese Medikamente, das ist Andexat Alpha. Das ist ein synthetisches Faktor 10 Analogon, das wirkt also so wie der Faktor 10 im Körper. Das heißt, man würde praktisch den Faktor 10 substituieren. Das ist jetzt momentan auch in der Probungsphase und ist, glaube ich, noch nicht zugelassen dafür. Aber es hat gute Studien gegeben, dass es wirklich die Wirkung antagonisiert und danach wieder eine normale Gerinnung vorhanden ist. Das würde man dann halt geben, wenn jetzt eine Blutung auftritt. Genau, dann haben wir noch die direkten Faktor 2 Inhibitoren, das ist das Dabigatran, das Agatoban, Dabigatran auch oral, also auch ein NOAC. Agatoban nur IV. Das Agatoban hat nur eine einzige Indikation und das ist die Therapie, wenn eine HIT 2 besteht. Das gibt man normalerweise nicht. Wird hepatisch metabolisiert und biliär ausgeschieden. Mehr müsst ihr dazu nicht wissen, man gibt es fast nie. Das Dabigatran, das kann man im Oral abgeben. Nachname ist das Pradaxon. Das gibt man als Prodac. Also das ist das Dabigatran-Ethexylat. Das wird dann im Körper umgewandelt zum aktiven Dabigatran. Hat aber eine sehr niedrige orale Bioverfügbarkeit von nur 6-7%. Halbwertszeit ist unterschiedlich, je nach Buch steht, machen wir 9-11 Stunden, machen wir steht 14-17 Stunden. Ich habe jetzt mal 9-17 Stunden aufgeschrieben. Es wird renal ausgeschieden, sowie auch das Rivaroxaban und das Apixaban etc. Also kumuliert auch bei Niereninsuffizienz und ist auch kontraindiziert bei schweren Niereninsuffizienz. Und es wird auch durch Zyps verstoffwechselt und wird auch durch P-Glykoprotein ausgeschieden in der Niere. Also muss man auch wieder auf die Medikamenteninteraktionen schauen. Auch kontraindiziert bei Schwangerschaft und Stillzeit und auch kontraindiziert bei schwerer Niereninsuffizienz und natürlich auch bei Leberfunktionsstörungen. Also jedes Mal, wenn irgendwo steht Zyps, dann ist es, glaube ich, selbstredend, dass diese Medikamente bei einer schweren Leberinsuffizienz wahrscheinlich nicht angewendet werden oder mit Vorsicht. Also ich habe das jetzt nicht explizit dazu geschrieben. Auch hier gibt es ein Antidot, nämlich das Idarucizumab. Das ist ein Antikörper gegen das Medikament. Also wo wir hier beim Andexanat Net Alpha den Faktor substituieren, der inhibiert wird normalerweise, haben wir hier einen Antikörper, der eigentlich gegen das Medikament wirkt. Gut. Indikationen sind so ähnlich, wie wir es vorher bei den Faktor 10 Inhibitoren hatten, also im Rivaroxaban ist eben die Thromboembolie-Prophylaxe beim Vorhofflimmern und die Therapie der tiefen Venenthrombose und der Pulmonalembolie. Gut. Passt. Zu schnell? Passt? Gut. Die Hirudine habe ich vorher auch schon erwähnt als HIT-2-Therapie. Da gibt es auch verschiedene, Pivalirudin, Lepirudin, Desirudin. Die bilden einen Komplex mit den Thrombinen, hemmen auch das Thrombin, also auch Faktor 2a-Inhibitoren. Die valente Bindung, also eine ziemlich feste Bindung, die ist irreversibel. Und die kann man subkutan oder IV geben, haben unterschiedliche Wirkdauer. Und ist eben auch Indikation HIT 2 sowie das Agatoban. Das ist ein Blutegel deswegen, weil die Hirudine in den Blutegeln, zu den Blutegeln produziert werden, um die Gerinnung zu hemmen bei den Opfern der Blutegel. Dann kommen wir schon zu den Vitamin K-Agonisten. Da haben wir eben das Fepprocumol, das gibt es noch, das Acinkumarol, das habe ich jetzt nicht draufgeschrieben, weil bei uns eben vor allem das Marcumar verwendet wird, also das Fenprocumol. Und das Warfarin, das wird vor allem in Amerika eingesetzt. Also da gibt es eben diesen Unterschied, dass in Europa eben vor allem Fepprocumol eingesetzt wird, in Amerika vor allem Warfarin. Ein Wirkmechanismus ist, dass sie eben die Gamma-Carboxylierung in der Leber hemmen von den Vitamin K-abhängigen Gerinnungsfaktoren, 10 und 7,2. Und es gibt da eben diese Vitamin K-Epoxid-Reduktase, die hat zwei Anteile. Also da gibt es die direkte Vitamin K-Epoxid-Reduktase und die Vitamin K-Hydroquinon-Reduktase. Wofür brauchen wir das alles? Wir brauchen das Vitamin K als Kofaktor bei dieser Carboxylierung der Gerinnungsfaktoren. Und die brauchen wir eben, dass wir eine Kalziumbindung haben können. Die brauchen wir wiederum, dass die Gerinnungsfaktoren mit den Phospholipiden interagieren können auf den Thrombozyten. Das heißt, wenn wir jetzt diese Vitamin K-Antagonisten geben, dann werden unsere Gerinnungsfaktoren weniger gamma-carboxyliert und können weniger gut binden.
Das heißt, es ist nicht so, dass die jetzt nicht mehr synthetisiert werden, die werden schon noch synthetisiert, aber sie sind nicht mehr so gut funktionsfähig. Das heißt, man nennt die dann PIFCAs, Prothrombin-Induced by Vitamin K Antagonists. Das heißt, die haben eine reduzierte Aktivität von so auf 40% circa und wirken einfach nicht mehr so gut. Wir haben eine weniger starke Gerinnung dadurch. Aber sie sind nicht komplett ausgeschalten. Das haben wir gesagt. Die Wirkung tritt jetzt natürlich zeitversetzt ein, weil diese ganzen Gerinnungsfaktoren ja auch noch im Blut vorhanden sind und die haben je nach Gerinnungsfaktor eine unterschiedliche Halbwertszeit. Das heißt, wir müssen jetzt erst einmal die Halbwertszeit des Gerinnungsfaktors selber abwarten, bis wir überhaupt die Wirkung haben. Meistens dauert das so 2 bis 3, 3 bis 4 Tage. Deswegen gibt man, wenn man jetzt Vitamin K-Antagonisten gibt als Therapie, immer zuerst ein Heparin zusätzlich. Also man macht eine Bridging-Therapie und gibt beides am Anfang. Die Frage ist jetzt, warum gibt man das? Man gibt das auch deswegen, weil nicht nur die Gerinnungsfaktoren Vitamin K abhängig karboxyliert werden, sondern auch Protein C und Protein S. Und Protein C und Protein S, die wirken ja eigentlich eher fibrinolytisch. Die haben aber eine kürzere Halbwertszeit als die normalen Gerinnungsfaktoren. Das heißt, wenn wir jetzt einen Vitamin K-Antagonisten geben, dann würden wir jetzt am Anfang präferenziell Protein C und Protein S hemmen. Dadurch haben wir am Anfang eine erhöhte Thrombosebereitschaft bei den Leuten, weil Protein C und Protein S ja beeinträchtigt sind. Deswegen geben wir am Anfang auch Heparin dazu, dass das praktisch nicht zu einer Komplikation führt. Da kann es nämlich dann zu Hautnekrosen kommen. Ein Metabolismus ist über ZYPs. ZYP2, C9 und ZYP3, C4 sind da besonders wichtig. Sie werden dann glucuronidiert und sie werden renal ausgeschieden. Sie unterliegen auch dem enterohepatischen Kreislauf. Und deswegen ist es auch so, dass wenn wir jetzt irgendeinen Stoff geben, der den enterohepatischen Kreislauf beeinflusst, dann kann es auch sein, dass die Wirkung von den Vitamin-K-Antagonisten beeinflusst wird. Halbwertszeit ist sehr lang, bei Fenbrocumon 6 Tage, bei Warfarin 40 Stunden, also wirklich sehr, sehr lange. Die Nebenwirkungen sind, deswegen dauert es auch ein paar Tage, eben, bis überhaupt dann wieder eine normale Gerinnung eintritt, wenn man es jetzt absetzen würde. Nebenwirkungen sind logischerweise Blutungen, weil die Gerinnungshemmung eintritt. Das Gefährlichste daran ist die interzerebrale Blutung, die tritt aber nur in 0,3% der Fälle auf, also es ist weniger häufig. Blutungen allgemein treten in 20% der Fälle auf, aber das sind dann meistens eher triviale Sachen. Interzerebral wäre halt dann auch wirklich bedrohlich, das sind dann 0,3%. Die Kumarinnekrosen, die entstehen eben am Anfang wegen der erhöhten Thrombosebereitschaft, das heißt, es bilden sich so Mikrothromben in der Haut und dadurch kommt es zu einer Nekrose. Deswegen gibt man am Anfang eine Kombinationstherapie mit Heparinen. In dem Fall natürlich niedermolekulare Heparine, weil die besser steuerbar sind. Es kann auch hier zu Haarausfall kommen. Also interessanterweise können alle gerinnungshemmenden Medikamente irgendwie zu Haarausfall führen. Es hat jetzt auch, glaube ich, Studien gegeben, dass die neuen antikoagulatorisch wirksamen Medikamente, also Rivaroxaban und so, dass die auch zu Haarausfall führen können. Also die Gerinnungsfaktoren sind nicht nur beteiligt bei der Gerinnung selber, sondern sie haben auch irgendwas zu tun mit der Funktion der Haarfollikel. Auch hier kann es zur Osteoporose kommen, weiß man auch noch nicht genau wieso. Gamma-Karboxylierung ist zum Beispiel auch wichtig bei bestimmten Knochenproteinen, Osteokalzin glaube ich. Und man weiß es nicht genau, ist jetzt auch wieder hier die Osteoblastenfunktion wichtig, ist das Osteokalzin wichtig, dazu gibt es auch jetzt mehrere Studien, aber jetzt kein eindeutiges Ergebnis, was ich euch sagen könnte. Es kann auch zu gastrointestinalen Symptomen führen und auch zu einer Hepatitis bzw. zum Anstieg der Transaminasen. Natürlich, logisch, weil ZYPs sind da beteiligt, also kann es auch zum Anstieg der Transaminasen kommen, weil halt die Leber was zu tun hat. Die oben vorher schon erwähnte Embryopathie, die ist auch als Warfarin-Embryopathie bekannt. Die passiert eben deswegen, weil die Vitamin-K-Antagonisten die Plazentarschranke überwinden können. Und deswegen ist es kontraindiziert in der Schwangerschaft. Manifestieren wird sich als nasale Hypoplasie, also die Nase ist hypoplasiert, die haben so eine Eindellung. ZNS-Schäden haben die Kinder und Wachstumsstörungen. Da sieht man auch wieder, dass das Vitamin K auch wichtig ist für die Knochenentwicklung. Das sind alles eigentlich Beeinträchtigungen der Knochenentwicklung und ZNS. Bei Schwangerschaft ja. Kann man ja nur eigentlich ja. Ja. Genau. Also die neuen Medikamente sind teilweise eben einfach noch nicht in der Schwangerschaft erprobt. Also da gibt es noch keine klare Studienlage dazu, ob die teratogen wären, theoretisch. Oder sie haben teratogene Effekte gehabt, deswegen sind sie momentan kontraindiziert, weil du nicht weißt, wie sie wirken werden. Wichtig sind auch, dass es Polymorphismen gibt vom Typ 2C9, also wie im Fall von Clopidogrel, da gibt es einen Polymorphismus von Typ 2C19. Und es gibt ja auch von der Vitamin K-Epoxidreduktase einen Polymorphismus, wo das Vitamin K dann auch nicht, wo die Antagonisten auch nicht so gescheit wirken können. Logischerweise kann man ihre Wirkung antagonisieren durch Vitamin K, aber das braucht dann auch wieder ein paar Tage, bis es überhaupt eintritt, die Wirkung. Also 2 bis 3 Tage wieder in dem Fall.
Wenn wir es schnell antagonisieren wollen, müssen wir Faktorenkonzentrate zusetzen, die gibt es auch. Also das wäre die Therapie, wenn wir schnell praktisch eine Antagonisierung wollen würden, haben wollen würden. Initiiert ist es als Thromboembolieprophylaxe bei Vorhofflimmern und künstlichen Herzklappen. Vorher habe ich schon gesagt, dass Vorhofflimmern bei nicht-valvulären Beschwerden kann man ja auch durch die neuen Antikoagulantien praktisch durchführen. Die haben auch eine niedrigere Rate von Blutungskomplikationen, also sind eigentlich auch besser. Aber bei künstlichen Herzklappen gibt man Vitamin-K-Antagonisten. Das ist deswegen so anscheinend, weil man sich noch nicht ganz sicher ist, ob es einen Unterschied gibt zwischen einer Thrombose, die sich entwickelt, zum Beispiel jetzt durch irgendeine venöse Erkrankung, oder eine, die sich entwickelt durch eine künstliche Herzklappe. Deswegen gibt man da die Vitamin-K-Antagonisten, weil die eine Wirkung haben, die in Studien bestätigt worden ist. Therapie überprüfen tut man mit INR. Zielwert ist zwischen 2 und 3 normalerweise bei Vorhofflimmern. Wenn jetzt jemand eine Mitralklappenprothese hat, würde man sie auf 3 bis 4 erhöhen, weil das einfach ein noch höheres Thromboserisiko hat als normales Vorhofflimmern. Ja, gut, dann haben wir noch die Fibrinolytika. Fibrinolytika sind Stoffe, die die Fibrinolyse auslösen. Also das sind zum Beispiel die Streptokinase oder die Urokinase. Die Urokinase kennen wir schon von vorher. Das ist einfach die menschliche Urokinase, die synthetisiert wird aus dem Urin von Menschen. Die Streptokinase kommt aus Streptokokken. Und dann gibt es noch rekombinante TPA-Analoga. Das ist Alteplase, Reteplase und Tenecteplase. Die haben unterschiedliche Wirkdauer und noch ein bisschen unterschiedliche Wirkung kommt dann nachher noch. Der große Unterschied zwischen den Stoffen ist, dass manche systemisch eine Fibrinolyse hervorrufen und manche nur lokal. Das heißt, die Streptokinase führt eine systemische Lyse hervor und die anderen, also Alteplase, Reteplase und Tenecteplase, eine lokale. Woher kommt das? Es ist normalerweise so, dass das TPA nur dann das Plasminogen in Plasmin umwandeln kann, wenn das Plasminogen an Thrombin gebunden ist. Wann ist das an Thrombin gebunden? Wenn ein Thrombus vorhanden ist. Also das ist eine lokal begrenzte Plasminogenumwandlung auf den Thrombus. Bei der Streptokinase macht das die Streptokinase so, dass sie das Plasminogen direkt umwandelt in Plasmin. Das ist wurscht, ob das irgendwie an Thrombus gebunden ist, das ist egal, das macht es im ganzen Körper. Das hat natürlich dann auch eine höhere Blutungskomplikation, eh klar. Das nennt man dann Thrombusspezifität und reduziert natürlich die systemischen Nebenwirkungen, weil es auf den Thrombus bezogen ist und nicht im ganzen Körper vor sich geht. Das Streptokinase wirkt, wie gesagt, dadurch, dass sie direkt das Plasminogen in Plasmin umwandelt. Sie wird aus Streptokokken gewonnen, sie ist nicht hemmbar durch Alpha-2-Antiplasmin. Das Alpha-2-Antiplasmin ist ja ein endogener Hemmer von der Fibrinolyse. Es führt zu einer systemischen Fibrinolyse und weil es aus Streptokokken kommt, kann es auch sein, dass die Leute, die jetzt zum Beispiel gerade einen Streptokokkeninfekt durchgemacht haben oder die vorher schon eine Streptokinase-Therapie bekommen haben, Antikörper haben gegen die Streptokinase. Das kann dann entweder dazu führen, dass die Wirkung verschwächer wird oder dass die Leute allergische Reaktionen bekommen. Man kann sich auch das Subkutan geben, Halbwertszeit ist 1,5 Stunden. Und Nebenwirkungen sind, wie gesagt, die Allergien, eben durch diese Antikörper. Es kann zu Schmerz und Fieber kommen und zu Blutdruckabfall und Bradykardie. Deswegen gibt man es langsam, also langsam IV. Und man gibt präventiv zusätzlich Glukokortikoide, bevor man es gibt. Weil es eben auch eine Art Reaktion des Immunsystems hervorrufen kann, was auch Sinn macht, wenn man bedenkt, dass es aus Streptokokken rauskommt. Genau. Interessanterweise ist es auch so, dass es zu einer Steigerung der Fibrinolyse durch Streptokinase kommt, wenn man die Dosis verringert. Das ist deswegen so, weil die Streptokinase ja an das Plasmin binden muss, um Plasminogen zu Plasmin umzuwandeln. Das heißt, sie verbraucht praktisch das, was für die Umwandlung vorhanden sein muss, selber. Deswegen kann man die Dosis reduzieren und dann wirkt es irgendwie besser. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen counterintuitive, aber es ist so. Urknase gibt es nicht viel dazu zu sagen, es wird das Urin gewonnen, es wirkt spezifisch, systemisch, nicht spezifisch. Halbwertszeit ist viel kürzer als die Streptokinase, 10 bis 15 Minuten, und man kann es IV geben. Warum gibt man das nicht so oft? Weil es sehr teuer ist. Es ist viel, viel teurer als Streptokinase. Die rekombinanten TPA-Wirkstoffe, oder RET-TPA genannt, sind eben die vorher schon erwähnten, Alteplase, Reteplase, Tenecteplase. Die Alteplase wirkt relativ kurz, so 5 bis 10 Minuten lang, hat eine sehr hohe Thrombusspezifität, also wirkt wirklich sehr auf den Thrombus bezogen. Die Reteplase ist einfach ein bisschen modifiziert vom Kettenaufbau her und wird deswegen weniger schnell abgebaut.
Okay, also die alte Blase, die wird über Makrophagen abgebaut, über den Mannose-Rezeptor oder über die Leber, über den LDL Receptor-like Protein, was ihr vielleicht noch kennt von den Blut, von den Mitteln von Blut 10. Und die rettet Blase eben nicht. Das heißt, die hat eine längere Halbwertszeit deswegen und man kann sie auch prähospital ganz gut geben. Da gibt man dann zweimal einen Bolus. Die alte Blase gibt man als Dauerinfusion. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Weiß nicht, was verwendet ihr? Du bist bei der Rettung. Ja, wir hatten keine Vitamin B. Ich bin mir nicht sicher, ob es rettet Blase ist. Gibt man es zweimal oder gibt man es einmal? Also bei einem Angriff haben wir es einmal geschossen und okay. Während dem Transport, glaube ich, ist länger raus. Okay, dann war es wahrscheinlich echt rette Blase. Voll. Also Unterschied ist eben, alte Blase einmal in Dauerinfusion geben und rette Blase kannst du als Bolus geben. Auch in ja. Und die rette Blase kann man einmal als Bolus geben. Und die rette Blase hat eine weniger hohe Affinität, also weniger starke Thrombus-Spezifität, aber diffundiert schneller in den Thrombus selber hinein. Also wenn der Thrombus groß ist, diffundiert sie besser rein. Die tenekte Blase hat eine sehr hohe Thrombus-Spezifität und ist nicht durch den plasminogen Activator Inhibitor hemmbar. Das ist auch noch ein Vorteil. Nebenwirkungen der TPA-Wirkstoffe sind Blutungen und das angioneurotische Ödem. Angioneurotisches Ödem deswegen, weil es mit dem Bradykininsystem interagiert. Also das habt ihr gestern, glaube ich, bei den ACE-Hemmern wahrscheinlich gemacht, oder? Mit dem angioneurotischen Ödem. Wenn jetzt jemand einen ACE-Hemmer nimmt und zusätzlich noch eines von diesen Medikamenten kriegt, dann hat es natürlich noch ein höheres Risiko, dass der ein angioneurotisches Ödem kriegt. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Die Blutungen sind übrigens, die habe ich jetzt nie als Nebenwirkung dazugeschrieben bei irgendeinem von diesen Stoffen, weil ich finde, es ist relativ logisch, dass ein gerinnungshemmendes Mittel eine Blutung verursachen kann. Also das ist eine Nebenwirkung von jedem von diesen Medikamenten, sie können alle Blutungen machen. Aber ich glaube, das ist relativ nachvollziehbar, muss man nicht dazu sagen. Wann machen wir jetzt eine Lyse? Eine Lyse macht man jetzt beim Schlaganfall zum Beispiel, ist aber nicht, also beim Schlaganfall ist es Mittel der Wahl, in einem Zeitfenster von 4,5 Stunden, hat man ausgeweitet, vor eineinhalb Jahren, glaube ich, war es noch 3 Stunden, dann hat es neue Studienlagen gegeben, also innerhalb von 4,5 Stunden kann man es auf jeden Fall machen. Bei bestimmten Schlaganfällen, zum Beispiel im hinteren Stromgebiet, kann man es auch länger machen. Beim Herzinfarkt ist es nicht First Line, sondern nur Second Line. Da macht man es, wenn man jetzt keine Möglichkeit hat, eine perkutane koronare Intervention zu machen innerhalb von einem bestimmten Zeitraum. Die kann man theoretisch bis zu 2 Stunden empfehlen. Es hat einen möglichen Benefit von 12 Stunden. Bei der tiefen Venenthrombose und der Pulmonalembolie ist es auch Second Line. First Line wären Antikoagulantien, also Heparin, entweder unfraktioniertes oder niedermolekulares oder Sphonoparinux, kann man auch schon geben, laut Herold. Und es hat ein Blutungsrisiko von 0,8% für zerebrale Blutungen bei der Lyse. Die Antikoagulantien, also Heparine, die haben nur ein Risiko von 0,2%. Wirken aber genauso gut, was die tiefe Venenthrombose und die Lungenembolie angeht. Also würde man natürlich lieber die geben. Der Vorteil von der Lyse bei der tiefen Venenthrombose ist allerdings, dass ein postthrombotisches Syndrom weniger oft auftritt. Das postthrombotische Syndrom entsteht dadurch, dass eben der Thrombus mit der Gefäßwand interagiert und es dazu zu Entzündungen kommt in den Gefäßen und dann noch zur höheren Thrombosebereitschaft. Und nach einer Lyse gibt man auch immer Heparin und Vitamin K-Antagonisten. Also das ist jetzt nicht so, wenn du eine Lyse machst, dass danach der Patient nichts kriegt, der kriegt nachher immer noch Vitamin K-Antagonisten und Heparin. Heparin eben wegen dem Bridging, was wir vorher gesagt haben, weil am Anfang eine erhöhte Thrombosebereitschaft besteht. Es ist auch so, dass die Streptokinase nicht mit Heparin kombiniert wird bei der Lyse, die anderen Stoffe schon. Da gibt man parallel Heparin und eben Rettet-TPA oder Urokinase. Gut, Kontraindikationen stehen in unterschiedlichen Büchern drinnen, kann man sich gern durchlesen. Ist auch nachvollziehbar, also wenn jetzt gerade jemand eine innere Blutung hat, machst du keine Lyse. Wenn jemand gerade eine OP hatte, machst du keine Lyse. Wenn jemand einen Hirninfarkt hat, einen hämorrhagischen, machst du keine Lyse. Wenn ein Trauma besteht, keine Lyse. Es ist logisch. Wenn eine schwere Hypotonie besteht, machst du auch keine Lyse. Wenn gerade eine kardiopulmonale Reanimation war, machst du auch keine Lyse. Es ist halt, es gibt unterschiedliche Faktoren, die das beeinflussen, ob du eine Lyse machen kannst oder nicht, weil halt das Risiko für interzerebrale Blutungen schon recht hoch ist. Bei der Schwangerschaft macht man auch keine Lyse. Es gibt auch Stoffe, die die Lyse antagonisieren, das sind die Tranexamsäure und das Aprotenin, die hemmen das Plasmin. Die kann man dann zur Antagonisierung geben. Wieso hier? Weil es, ich glaube, es kommt vom Schlaganfallsrisiko.
Weil bei einer Hypertonie kann es auch dazu kommen, dass es eben zu so Mikroblutungen kommt beim Schlaganfall. Und das wird natürlich begünstigt werden durch eine Lysotherapie. Das wäre jetzt meine Erklärung dafür. Also so, es gibt zerebrale Massenblutungen durch Hypertonie, treten recht oft auf. Genau. Gut, dann kommen wir schon zur Klinik. Es hat sogar gepasst zum Timing. Es ist 11:55. Pause oder keine Pause? Keine Pause, gut. Okay, was ist dein Risiko, dass du eine KAK bekommst im Leben? 4%? 15%. Und was, wie schaut es mit deinen Kollegen neben dir? Ja, jeweils? Wahrscheinlich 20. 30. Ja, shit. Blöd gelaufen. Also, es ist die Hauptmortalitätsgrund in unserer Welt, in unseren Breitengraden, ist eine KAK bzw. der Myokardinfarkt. Das nennt man dann die koronare Herzerkrankung oder auch Ischemic Heart Disease oder Coronary Artery Disease. Das kommt eben dadurch, dass sich eine Atherosklerose der Herzkranzgefäße bindet. Ihr wisst das eh alle. Da gibt es unterschiedliche Risikofaktoren, die dazu führen. Zum Beispiel der Diabetes mellitus, erhöhtes LDL, niedriges HDL, Übergewicht, Nikotinabusus etc., familiäre Prädispositionen. Und je nachdem kann diese KHK symptomatisch oder asymptomatisch sein. Es gibt jetzt, wie gesagt, die Risikofaktoren, da kann man das 10-Jahres-Mortalitätsrisiko ausrechnen für die Leute, die diese Risikofaktoren haben. Da gibt es auch solche Rechner im Internet, da kann man es eingeben, wie viel hoch sind die LDLs etc. Und das gibt ja dann praktisch die 10-Jahres-Mortalität bei dieser Person an. Wie manifestiert sich jetzt die KHK? Was würdet ihr sagen? Wie schaut es aus mit der Erstmanifestation? Wie nennst du das dann auf Belastung, wenn es auf Belastung irgendwie Symptome auftreten? Es ist ja nicht unbedingt die Dyspnoe, es ist ein Angina pectoris. Also das Leitsymptom ist die Angina pectoris, also der Brustschmerz. Der tritt dann bei Belastung auf und das nennt man dann eine stabile Angina pectoris. Wenn es die Erstmanifestation ist, dann ist es bis auf Weiteres eine instabile Angina pectoris, weil du noch nicht weißt, okay, wie wird sich das entwickeln. Also grundsätzlich, jede Angina pectoris Erstmanifestation ist erstmal instabil, bevor das Gegenteil bewiesen ist. Die stabile Angina pectoris ist dadurch definiert, dass die Beschwerden wieder weggehen, wenn die Belastung weg ist. Das heißt, der läuft halt, der bewegt sich vielleicht eine Treppe hoch, kriegt eine Angina pectoris Symptomatik und nach 10 bis 15 Minuten, wenn er oben sich wieder hinsetzt, ist es wieder weg. Oder wenn er ein Nitro nimmt zum Beispiel, habt ihr gestern, glaube ich, gemacht, oder Nitroglycerin? Genau, wenn er jetzt ein Nitro nehmen würde bei Bedarf und dadurch geht die Angina pectoris Symptomatik weg, ist auch eine stabile Angina pectoris. Eine instabile Angina pectoris wäre es dann, wenn es bei Belastung nicht wieder weggeht oder wenn es sich verschlimmert im Laufe der Zeit. Okay? Also stabile Angina pectoris und instabile Angina pectoris. Das geht dann über in den Myokardinfarkt. Und beim Myokardinfarkt haben wir dann den N-STEMI und den STEMI. Wie unterscheiden sich die? Der eine ist der Nicht-ST-Elevation-Infarkt und der andere ist der ST-Elevation-Infarkt. Das heißt, man kann das unterscheiden mittels EKG. Es ist so, dass die Erstmanifestation bei ca. 40% der Leute ist eine Angina pectoris, eine normale. Und das akute Koronarsyndrom, das tritt auch bei 50% der Leute auf. Das ist Erstmanifestation. Das heißt, die haben entweder gleich eine instabile Angina pectoris oder sie haben gleich einen Myokardinfarkt. Und in 10% der Fälle tritt sogar sofort der plötzliche Herztod auf, ohne dass vorher irgendwas gewesen wäre. Das kann man eben mittels EKG unterscheiden, den N-STEMI vom STEMI. Und die instabile Angina pectoris zusammen mit diesen ganzen N-STEMIs und STEMIs bilden das komplexe Bild des akuten Koronarsyndroms. Okay, also das akute Koronarsyndrom ist sowohl der instabile Angina pectoris, als auch der STEMI, als auch der N-STEMI. Unterschieden wird dann mittels Labor, da schaut man sich das Troponin T an, und mittels EKG. Bei diesen beiden hier ist das Troponin erhöht. Die unterscheiden sich durch das EKG. Bei der instabilen Angina pectoris ist kein Troponin T Anstieg. Dadurch unterscheidet die sich von diesen zwei hier. Die Folgen sind jetzt ischämische Herzmuskelschäden, Arrhythmien oder der plötzliche Herztod. Also wenn jetzt jemand einen Myokardinfarkt hat, dann ist es so, dass die Mortalität am höchsten ist eben in den ersten 48 Stunden und meistens eben durch ein Kammerflimmern sterben die Leute. Also
grundsätzlich Rhythmusstörungen kriegen 95% der Leute und die häufigste Todesursache ist das Kammerflimmern und die zweithäufigste ist eben das akute Linksherzversagen, weil das Herz natürlich nicht mehr gescheit funktioniert. Genau. Wie schaut es jetzt aus mit der Versorgung vom Herzen? Ihr habt jetzt alle OM gehabt. Wie wird das Herz versorgt? Durch welche drei Stämme? Habt ihr schon gehabt, oder? Nach den Ferien. Also, es gibt eine rechte Koronararterie und es gibt eine linke Koronararterie. Die linke Koronararterie, die bildet den Ramus interventricularis anterior und den Ramus circumflexus. Der interventricularis anterior versorgt vor allem die Vorderspitze vom Herzen, linke, und das Septum. Und die rechte Koronararterie, die zieht so nach hinten. Okay? Also es gibt eben diese zwei großen und die linke teilt sich dann nochmal in zwei auf. Je nachdem, welcher Versorgungstyp besteht, versorgt eben zum Beispiel bei einem Linksherzversorgungstyp vor allem die linke Koronararterie den Großteil vom Herzen. Beim Rechtsherzversorgungstyp eben vor allem die rechte. Den meisten Leuten ist es relativ balanciert. Also so 60-80% der Leute haben einen normalen Versorgungstypen. Also es teilt sich zwischen diesen zwei Arterien auf. Je nachdem, wie viele Gefäße jetzt betroffen sind von der Arteriosklerose, ist es eine Eingefäßerkrankung, Zweigefäßerkrankung und Dreigefäßerkrankung. Es ist logisch, je mehr Gefäße betroffen sind, desto höher ist das Risiko für irgendeinen akutes Koronarsyndrom oder die Mortalität. Es ist alles erhöht. Man kann auch verschiedene Schweregrade unterscheiden. Ab 75% würde man sagen, ist eine kritische Stenose vorhanden. Die kritische Stenose ist dadurch definiert, dass wir keine Koronarreserve mehr haben. Wir müssen uns denken, wenn wir unsere Koronararterien haben, dann können wir die modulieren, je nachdem, welche Belastung für das Herz gerade besteht. Also wenn wir jetzt eine Belastung hätten, also Sport machen, dann können die Gefäße ja dilatieren und es kann sich praktisch der Fluss erhöhen und dadurch die Sauerstoffzufuhr ins Herzgewebe. Also wenn ein erhöhter Sauerstoffbedarf besteht, können wir sozusagen die Sauerstoffzufuhr erhöhen. Wenn jetzt jemand eine Arteriosklerose hat und das Gefäßlumen so eingeengt ist, dann hat er keine Koronarreserve mehr. Das heißt, er merkt zwar jetzt nichts, wenn er sich ruhig hinsetzt, aber wenn er jetzt Bewegung macht, dann kommt das Herz nicht mehr nach. Es hat erhöhten Sauerstoffbedarf, aber es kriegt nicht genug Sauerstoff. Und dadurch kommt es dann zu einer Ischämie. Das hängt auch davon ab, wie lang die Diastolendauer ist. Also es hängt nicht nur davon ab, wie eingeschränkt das Lumen ist von dem Gefäß, sondern es hängt auch davon ab, wie lang die Diastole ist. Weil während der Systole ist ja der Herzdruck so hoch, dass die Koronararterien gar nicht das Herzgewebe durchbluten können. Das heißt, je länger die Diastole, desto länger die Durchblutung, desto mehr Sauerstoff wird zugeführt. Deswegen bringt es auch was bei den Leuten, wenn man Beta-Blocker gibt. Weil die Frequenz dadurch eben verniedrigt wird, dadurch haben wir eine längere Diastole. Und dadurch wird das Herzgewebe besser versorgt. Deswegen gibt man bei den Leuten auch oft Beta-Blocker. Also eigentlich immer. Genau, also Koronarreserve ist die Differenz zwischen Durchblutung in Ruhe und Durchblutung bei Belastung. Das haben wir gesagt. Innen ist übrigens der O2-Bedarf höher im Myokard, das heißt, es beginnt der Infarkt meistens in den inneren Gebieten und wenn er sich dann über das ganze Herzgewebe ausbreitet, nennt man es einen transmuralen Infarkt. Gut. Man kann die stabile Anginopectoris, die ich vorher erwähnt habe, also die man eben die auf Belastung aufhört und die auf Nitrogabe aufhört, kann man jetzt einteilen nach der Definition von der Canadian Cardiovascular Society, da gibt es Grad 1 bis 4. Das ist, hängt jetzt eben davon ab, ob sich der Patient stark eingeschränkt fühlt und das kann man jetzt einfach nehmen, um zu quantifizieren oder zu qualifizieren, wie stark der Patient beeinträchtigt ist von seiner Erkrankung. Muss man jetzt nicht auswendig können. Also hier haben wir mal die Symptome von der Angina pectoris, die ja die Hauptmanifestation ist. Das ist mal der retrostenale Schmerz. Jetzt ist es aber so, dass diese typischen retrostenalen Schmerzen, die ausstrahlen, also die können ja ausstrahlen in den Arm, in das Kiefer, in den Nacken, die sind nur bei 40% der Leute circa vorhanden. Also es gibt sehr viele Leute, die atypische Manifestationen haben oder sogar stumme. Also einen stummen Infarkt zum Beispiel hat man bei 20% der Leute. Also die merken das gar nicht erst. Besonders dadurch betroffen sind Frauen, ältere Leute, also Frauen wisst ihr eh alle, ältere Leute und Leute mit Diabetes mellitus und Leute mit Niereninsuffizienz. Diabetes mellitus kommt daher, weil die Nerven durch den Diabetes geschädigt werden, das heißt, die Leute spüren das gar nicht mehr. Deswegen muss man immer bedenken, dass die meisten Manifestationen nicht typisch sind und das auch trotzdem immer noch im Kopf behalten. Genau, das haben wir gesagt. Also retroschnale Schmerzen sind das Hauptsymptom der Angina pectoris. Die instabile Angina pectoris ist primär jede neu aufgetretene Angina pectoris, habe ich vorher schon erwähnt. Und eben eine Verschlechterung der Schmerzen, also die Schwere der Schmerzen oder die Dauer der Schmerzen. Wenn Ruheschmerz auftritt, ist das immer eine instabile Angina pectoris.
Postinfarkt Angina pectoris ist auch instabil zu werden. Eine instabile Angina pectoris kann jetzt eben dadurch zu einem Infarkt werden, dass es zu einem Einriss dieser atherosklerotischen Plaque kommt und dadurch kommt es zu einer Thrombusbildung. Dadurch wird das Gefäß verlegt. Also das nennt man, das ist die Koronarthrombose. Unterscheiden tun wir jetzt primär durch EKG und durch das Troponin T, weil das Troponin T uns den Herzmuskelzerfall anzeigt. Wann steigt denn das Troponin T an nach einem Herzinfarkt? Wie viele Stunden ungefähr? Also wann würde man es gut feststellen können? 3 Stunden. 3 Stunden schon. Ja. Und nach 6 Stunden hat es schon eine 80%ige Spezifität, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Also das Trop-T ist mal wichtig, um den Herzmuskelzerfall zu werten. Und nach 4 Tagen gibt auch der Anstieg von Troponin T einen Ausschluss darüber, wie viel Muskel zerstört worden ist. Das ist jetzt nur noch mal eine Kurve, um aufzuzeigen, wann das eben ansteigt. Da ist 3 Stunden, Trop, schon ziemlich hoch. Es ist so, dass noch in älteren Büchern die CKMB erwähnt wird als Parameter für den Herzinfarkt. Es ist jetzt aber so, laut dem neuesten Herold von diesem Jahr steht da drin, dass man es nicht mehr verwenden wird. Also Kreatinkinase wird nicht mehr verwendet für die Herzinfarktdiagnostik, weil es einfach sehr unspezifisch ist. Kann auch bei Muskelerkrankungen ansteigen, bei allen möglichen. Ja. Hat sie vielleicht nochmal den Unterschied zwischen der stabilen und der instabilen? Ja, sicher. Also die stabile Angina pectoris bessert sich, wenn jetzt die Belastung aufhört oder wenn die Leute Nitro nehmen. Die instabile Angina pectoris wird schlimm, also geht nicht weg. Die dreht auch in Ruhe auf. Und grundlegend ist es so, wenn sich eine Angina pectoris verschlimmert im Laufe der Zeit, dann wertet man sie auch als instabil. Weil du halt praktisch eine Dynamik hast. Aber primär ist der Unterschied mal, dass die eine sich in Ruhe bessert, die andere nicht. Und der Unterschied eben zwischen dem STEMI und dem N-STEMI und der instabilen ist die EKG-Veränderung und das Troponin. Und das LDH, das ist allgemein ein Parameter, der ansteigt bei Zellzerfall. Also zum Beispiel bei Tumorlyse-Syndrom steigt auch das LDH an. Bei einer hämolytischen Anämie steigt auch das LDH an. Also es ist jetzt auch nicht so nur herzinfarktmäßig. Da ist eher das Troponin eben wichtig für uns. Weil das wirklich, das Troponin T und das Troponin I sind wirklich sehr herzspezifisch. Das sind die High-Sensitive Troponins. Die misst man dann nach 3 Stunden. Im alten Herold steht noch 6 Stunden. Und dann nach 24 Stunden. Die primäre Therapie beim Myokardinfarkt, da sind wir jetzt beim N-STEMI und STEMI. Also wir haben den N-STEMI eben ohne diese EKG-Veränderung, den STEMI haben wir mit der EKG-Veränderung, mit der ST-Elevation und bei beiden ist Troponin T erhöht, also Herzmuskelzerfall. Wie würden wir das jetzt grundlegend am Anfang mal behandeln? Magst du uns das erzählen? Du machst Rettung. Ja. Erzähl mir, ich komme zu dir. Ja, es steht. Steht. Ja, gut, du bist jetzt Notarzt. Ja, Notarzt, wie lange das Ausschuss geben, aber Medikamente, was meistens gemacht wird, ist, dass man. Was für Medikamente gibst du deinen Patienten? Gibst du mir mal irgendwas, was meine Thrombozyten vielleicht hemmt? Wahrscheinlich Heparin. Ja, hemmt Heparin, das sind Thrombozyten. Also, Heparin gibt man auch, ja. Ja, ich habe eine Heparin. Ja, geben. Ja. Und dann wird meistens andere Infos geben, die Pulsohr sind, also das sind Radikalkontrollen. Ja, Beta-Blocker gibt es meistens erst im Spital. Okay. Was man grundsätzlich gibt, ist Morphin. Nitro gibt man auch, genau, das kannst du entweder sublingual geben oder als eben inhalativ, als Hub. Also Nitro gibt man, ich mache das dann auf. Also Sauerstoff hast du eh gesagt, also Sättigung misst man. Ab einer Sättigung unter 95 gibt man einen Sauerstoff, 4 bis 8 Liter pro Minute. Das macht man auch, wenn der Luftnot besteht beim Patienten oder eine akute Herzinsuffizienz. Nitro gibt man, da muss man aber eben darauf achten, wie ist der Blutdruck dieses Patienten. Wenn der Blutdruck zu niedrig ist, sildenafil man jetzt natürlich kein Nitro geben. Wenn der ein Sildenafil nimmt, dann sollte man auch kein Nitro geben. Morphin gibt man, um die Schmerzen zu behandeln, weil wenn jetzt jemand starke Schmerzen hat, dann führt das ja auch zu einer Erhöhung des Sympathikotonus. Das wird jetzt nur noch die Symptomatik verschlimmern, weil das Herz, das wird dann zur Tachykardie führen. Tachykardie wird noch weiter den Sauerstoff verbrauchen im Herzen und wenn das eh schon verschlossen ist, dann wird das eigentlich den Schaden nur erhöhen.
Also man findet eine Schmerzbehandlung, wenn Übelkeit besteht, kann man Antiemetikum geben. Vagale Reaktion ist so eine gegenläufige Reaktion, dass es dann praktisch zu einer Bradykardie kommt, durch den Stress aufs Herz, da kann man Atropin geben. Und das Wichtige ist eben, das Heparin gibt man, ein ASS gibt man und laut neuesten Guidelines das Ticagrelor, also ein ADP-Rezeptor-Antagonisten. Früher war es Clopidogrel, jetzt gibt man das Ticagrelor oder Prasugrel. In der Klinik gibt man dann weiter die duale Plättchenhemmung, also das nennt man duale Plättchenhemmung, wenn man gleichzeitig ein ASS gibt und den ADP-Rezeptor-Antagonisten. Das ist grundsätzlich eine duale Plättchenhemmung. Und man kann, wenn jetzt eine starke Thrombuslast besteht, kann man noch diesen Glykoprotein 2B3A-Antagonisten dazugeben. Und Beta-Blocker gibt man auch. Und das gibt man alles? Oder man ja. Also grundsätzlich gibst du alles. Also ich meine, Antiemetika bei Bedarf, Atropin bei Bedarf. Das gibst du auf jeden Fall. Also Heparin, ASS-ADP-Antagonist gibst du auf jeden Fall. Nitro, ja, außer es ist diese Kontraindikation da natürlich, weil das wird die Symptomatik natürlich verbessern, weil du eine Vasodilatation der Koronarterien hast. Sauerstoff eben bei Bedarf. Also wenn er niedrige Sättigung hat. Naja, panisch würdest du eher am Benzodiazepin geben, okay, bei starker Panik. Das ist eben, weil die starken Schmerzen den Patienten natürlich panisch machen. Mhm. Und starker Schmerz führt auch ohne Panik dazu, dass der Sympathikus aktiviert wird. Also, okay. Ja. Das ist noch schlimm, ja. Wenn man da auf die Atmung aufpasst und stark hyperventiliert, dann sagen wir jetzt die Placebo-Maske, das heißt, du hast auch Rot, das ist ein Stoffstoff aufpasst. Ja. Okay. Also damit hast du noch eine Insider-Info? Bitte? Hast du noch eine Insider-Info? Ich fahre nämlich nicht Notfall, deswegen. Also ja, da geht es davon aus, dass man die Zähne recht gut beruhigt. Ja. Und hoffen wir, dass wir die Lernhöhe schämen und schlimmer, aber auch die Umgebung, auch mhm. Ja. Und auch die Angehörigen von meinem Außenzimmer ausgelassen, wenn die dann den Arzt und manisch und dann bleibt es alles in ein Chaos sein. Ja. Sehr, sehr gute Punkte. Ja. Gibt es ja auch Benzos als Beruhigung oder nicht? Ich als Sani nur so ausschaut. Na, wie man, siehst du, ob man was gibt? Das Schwierige ist, aber was von der Arbeit so gut ist, der ist meistens selber. Ja, ja, voll. Voll. Wenn es so gibt, dann glaube ich weniger. Weniger. Das, ja. Das Nitro ist sehr, sehr häufig. Ja. Da war es eben, wenn du den Blutdruck und so ein bisschen Puls, also nicht ja. Gewissen da sind. Nitro ist sehr häufig. Schmerzmittel war es nicht, ist nicht immer noch. Nee, okay. Sondern fangen zu irgendwann meistens nur so leichter an. Was? Fentanyl oder? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es so. Tramadol? Nicht so. Ja. Also Opioid halt. Ja. Ja, es sind auf jeden Fall Opioide, also ja, Tramadol ist auch ein Opioid, Fentanyl ist auch ein Opioid. Aber Fentanyl würde es nicht geben, weil Fentanyl ist stärker als Morphin. Das habe ich mir selber verredet. Fentanyl gibt mir OPs. Okay, also das wäre mal grundlegend die Therapie. Ich hatte noch so viele Infos aufgeschrieben, aber ich habe das jetzt alles vergessen. Ah ja, wichtig ist, die ganzen Myokardinfarkte haben eine zirkadiane Rhythmik. Es ist nämlich so, dass unsere Gerinnung je nach Tageszeit unterschiedlich abläuft. Die meisten Infarkte sind zwischen 6 und 12 Uhr. Ich würde mal postulieren, dass das was mit den Glukokortikoidspiegeln zu tun hat, weil die Glukokortikoide beeinflussen auch die Gerinnungsfaktoren. Also 40% der Infarkte sind zwischen 6 und 12 Uhr und die instabile Angina pectoris, die wir vorher schon erwähnt haben, die hat ein Risiko von 20%, dass es übergeht in einen Myokardinfarkt. Deswegen sollte man die auf jeden Fall untersuchen, die Leute, die eine instabile Angina pectoris haben, selbst wenn sie jetzt keine Troponin-T-Erhöhungen haben, weil es sehr oft eben vorkommt, dass das übergeht dann in einen Myokardinfarkt. Dann ist das Mittel der Wahl, wenn jetzt unser Patient stabil ist, also im Krankenhaus, ist eine perkutane koronare Intervention. Das heißt, wir gehen ins Katheterlabor und wir machen entweder eine Ballondilatation oder wir setzen einen Stent ein. Stent ist grundsätzlich präferabel, weil der länger offen bleibt als einfach nur eine Ballondilatation. Das ist so von den Guidelines her, du weißt es wahrscheinlich auch, ist, man sagt, idealerweise 90 Minuten nach Erstkontakt. Also ihr werdet wahrscheinlich auch die ganzen Interventionszentren anrufen und schauen, ob irgendwo das möglich sein wird. Also oder? Sehr gut. Mhm. Ist in Wien, glaube ich, immer ein anderes eingeteilt, je nach Tag, ja, wo halt dann das so stattfinden wird. Sehr gut. Ja. Also fast direkt zur ja. Oder fast direkt
Ja. Gut. Genau, also Katheterlabor ist primär das Beste. Es ist die percutane koronare Intervention, hat auch einen Benefit 12 Stunden nach Schmerzbeginn. Und man kann da zum Beispiel das Rivaroxaban geben oder das Enoxaparin, alternativ das unfraktionierte Heparin. Haben wir vorher schon gesagt, glaube ich. Also Enoxaparin während der PCI. Konservativ wäre jetzt die Lyse. Lyse bis zu 2 Stunden nach Beginn. Oder wenn keine Möglichkeit für eine PCI besteht, dann kann man eine Lyse machen. Und dann gibt man da zusätzlich auch noch wieder ein Heparin oder das von der Parinux dazu. Also man macht nicht nur die Lyse, man gibt auch immer ein Heparin parallel. Idealerweise macht man das innerhalb von 30 Minuten. Aber man kann es auch innerhalb von 2 Stunden machen. Was wichtig ist, ist, nach der Lyse sollte man immer noch eine Untersuchung machen, ob das auch wirklich durchgängig ist, ob das erfolgreich war. Weil es ist so, dass bei 25% der Patienten ist das nicht erfolgreich. Das heißt, diese Patienten haben immer noch ein verschlossenes Gefäß und die müssen danach behandelt werden. Die Corona-Angio macht man erst 4 Stunden nach Lyse. Ist irgendwie logisch, dass du jemanden, der gerade lysiert worden ist, nicht gleich reinstechst und einen Katheter reinschiebst. Nach dem Myokardinfarkt macht man eine duale Plättchenhemmung, also mit ASS und Ticagrelor oder Prasugrel oder Clopidogrel, also eins von diesen ADP-Antagonisten eben. Und beim Stent, das habe ich eh hier, beim Stent ist es eben davon abhängig, welchen Stent die Leute bekommen haben. Also es gibt unterschiedliche. Es gibt einen Metallstent, den nennt man auch Bare Metal Stent. Dann gibt es noch einen Drug Eluting Stent, das sind Sirolimus zum Beispiel ist oben, also Sachen, die praktisch das Endothelwachstum hemmen. Also Drug Eluting Stents heißen die. Die setzen praktisch dieses Medikament kontinuierlich frei. Ist eigentlich ziemlich cool, muss man sagen. Und die haben eine weniger hohe Rate von wieder auftretenden Verschlüssen. Weil wenn ihr jetzt einen normalen Stent einsetzt, dann kann es sein, dass dieser Stent wieder zugeht. Wenn ihr einen Drug-Eluting-Stent drin habt, dann wirkt der praktisch proliferationshemmend auf das Endothel und es kommt zu einer wenigen hohen Rate an Wiederverschlüssen des Gefäßes. Und bei dem Drug-Eluting-Stent gibt man eine duale Plättchenhemmung 6 bis 12 Monate lang und bei einem Bare-Metal-Stent einen Monat lang. Genau, das ASS gibt man grundsätzlich immer, also es gibt man lebenslang. Der Unterschied ist eben, dass man den ADP-Antagonisten in unterschiedlicher Zeitdauer zusätzlich noch gibt. Genau. Und was noch wichtig ist, man sollte das nicht mit anderen NSAR kombinieren. Weiß jemand wieso? Nein, hat was mit der Wirkung zu tun von ISS. Ja. Nein, eigentlich nicht. Es ist nämlich so, dass wenn man es mit NSAR kombinieren würde, würde es eine zu erhöhen, erhöhten Thromboserate des Stents kommen. Das ist deswegen so, weil die meisten, die NSARs, die wirken ja alle irreversibel auf die COX. Wenn jetzt eins von diesen NSARs sich auf unsere COX einsetzt, von unseren Thrombozyten, und den reversibel hemmt, dann kann ja das ISS nicht mehr in irreversibel hemmen, weil ja schon ein Medikament drinnen ist. Aber die Wirkung ist ja nicht so stark. Das heißt, die Leute haben dann eine erhöhte Thromboserate ihres Stents. Und das ist eine wichtige Komplikation von einer PCI, dass sich eine Stentthrombose bildet und die hat eine sehr hohe Mortalität von 80%. Deswegen sollte man das dann auf jeden Fall dann nicht mit anderen NSAR kombinieren. Genau. Gut, dann kommen wir schon zur tiefen Beinvenenthrombose. Ich habe sicher noch 1000 Sachen, die ich vergessen habe zu sagen. Also, wie schaut das mit der tiefen Beinvenenthrombose? Die tritt vor allem eben an den Beinbeckenvenen auf. Es gibt auch Armvenenthrombosen, aber 90% der Thrombosen sind in den Beinbeckenvenen. 50% davon in der Arteria femoralis, 20% in der Arteria vena femoralis, nicht Arteria. Das muss ich noch ausbessern. Natürlich vena femoralis. Und interessanterweise 2/3 links. Hat das mit dem Verlauf zu tun, der Arteria vena femoralis. Die Risiken sind immer die Lungenembolie und das postthrombotische Syndrom. Und das führt dann zu einer venösen Insuffizienz. Also das praktisch sieht das alles an. Und es ist interessant, dass 50% der Patienten, die eine proximale Beinvenenthrombose haben, haben Lungenembolien, aber die sind asymptomatisch. Also das Risiko, dass eine Lungenembolie passiert, wenn jemand eine tiefe Beinvenenthrombose hat, ist sehr hoch. Und auch bei vielen Leuten ist es so, dass sie das gar nicht merken, dass sie das haben. Warum entsteht eine tiefe Beinvenenthrombose? Da gibt es eine Trias, die nennt man Virchow-Trias. Die besteht darin, dass die Strömungsverlangsamung da ist, also eine Stase. Das kann jetzt zum einen sein, eben weil zum Beispiel die Venenklappen geschädigt sind, weil man zu lange sitzt, weil man immobilisiert ist. Eine Hyperkoagulabilität, also bestimmte genetische Erkrankungen führen dazu, dass das Blut
mehr zu Gerinnung neigt als andere Blute. Also zum Beispiel die APC-Resistenz, kennst du die? Ja. Genau, also bei der APC-Resistenz, bei der Homozygoten ist das Risiko für eine Thrombose 80-fach erhöht. 8-fach bei Heterozygoten. Das muss man zum Beispiel immer testen, wenn man jetzt jemand eine Kontrazeptivum verschreibt, weil durch die Östrogengabe steigt ja auch die Gerinnungsbereitschaft. Und da muss man dann immer einen genetischen Test drauf machen, bevor man das verschreibt, weil die Leute sonst noch mehr zu Thrombosen neigen. Auch Nikotin erhöht in dem Fall die Thrombosenneigung. Also alles, was irgendwie dazu führt, dass unser Blut eher gerinnt, auch Dehydratation natürlich, wenn jetzt jemand total dehydriert ist, führt das eher dazu, dass eine Thromboseneigung besteht, macht auch irgendwie Sinn. Und endothelielle Veränderungen machen das auch, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen entzündlichen Prozess hat im Gebiet des Endothels, dann kann es auch eher zu einer Thrombose kommen, weil der Entzündungsprozess auch die Thrombosebildung begünstigt. Was für Beschwerden haben jetzt die Leute? Was würdet ihr sagen? Ich gehe nochmal zurück, wer hat noch vorgelesen? Ich meine, das ist eh logisch, aber... Ja. Ja, voll. Wann werden die Schmerzen denn besser? Ja, genau, in Hochlage. Voll. Also mal Schmerzen bestehen, ja? Wie schaut denn das Bein aus? Voll. Ja. 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 Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich meine, du tust das nicht so. Du tust auch Kompressionstherapie machen, theoretisch dann. Also eigentlich nicht. Du ratest den Patienten auch an, dass sie sich bewegen sollen. Und du würdest ja eigentlich denken, dass Bewegen dem eher schadet, weil dadurch der Muskel ja kontrahiert und das ja noch pumpt. Aber es wird Bewegung schon angeraten, den Patienten mit TVT. Also eigentlich nicht. Okay, Schwellung haben wir gesagt. Genau, wie schaut das Bein aus, farblich? Genau, Stauungstherapie, das kann es auch geben, toll. Ja. Das entsteht aber eher meistens, wenn es länger geht schon. Genau, es kann so eine Kollateralvene, kann man sehen, die nennt man Prat-Warnvene. Und vom Papieren her gibt es ja mehrere Zeichen. Gibt es das Peyer-Zeichen, das Hohmanns-Zeichen, das Meyer-Zeichen. Also je nachdem, das eine, das Hohmanns-Zeichen ist dann, wenn man das eindrückt praktisch, dann die Wade, dann tut es weh. Meyer-Zeichen ist, wenn... Ich wechsle jetzt sicher miteinander, Meyer und Hofmann. Wechsle ich immer miteinander. Das eine ist, wenn man eine Dorsalflexion von der Fußsohle macht, dann führt es zu Schmerzen. Und das Peyer-Zeichen, das ist, wenn man auf die Fußsohle drückt, medial, dann führt es auch zu Schmerzen. Es kommt auch zu einem Pulsanstieg. Überwärmung ist wichtig, weil das ist eine Unterscheidung zur arteriellen Verschlusskrankheit. Bei der arteriellen Verschlusskrankheit ist die Extremität kalt und schlecht durchblutet. Eh logisch. Bei der venösen ist es überwärmt, angeschwollen, es tut weh, es besteht eine Zyanose, man sieht es viel weh. Es ist sehr dunkel. Und die Beschwerden nehmen in Horizontallage eben ab. Gut, dann gibt es diesen Well-Score und dieser Well-Score sagt uns was aus über das Risiko, dass eine tiefe Weinbrennenthrombose besteht. Der beinhaltet einfach die Sachen, die am ehesten dazu führen, dass es zu einer kommt. Also wir haben zum Beispiel das Malignom. Malignome führen auch zu einer erhöhten Gerinnungsbereitschaft des Bluts. Das heißt, die Leute, die ein Malignom haben, haben auch ein erhöhtes Risiko für tiefe Beinvenenthrombosen. Dann haben wir noch eine Lähmung oder kurzfristige Immobilisation. Das macht auch Sinn. Also wenn man länger sitzt oder länger liegt, dann hat man auch ein erhöhtes Risiko, weil es zur Anastase kommt. Leute, die eine Operation hatten oder eben eine kürzliche Bettlägerigkeit, länger als 10-3 Tage dauert, auch logisch, die haben auch ein erhöhtes Risiko. Deswegen gibt man Leuten nach Operationen ja immer Heparin als Prophylaxe. Und Schmerzen und Verhärtung ist auch logisch. Dann noch die Schwellung des ganzen Beines ist ein Kriterium. Der größte Unterschied der zwei Beine, weil das eine schwillt ja an, das andere nicht. Dann haben wir noch das Ödem, das eindrückbar ist. Bei dem Lymphödem wird es bis in die Zehen runtergehen. Das wäre ein Unterscheidungskriterium zum Beispiel. Wenn schon mal eine tiefe Beinvenenthrombose aufgetreten ist, erhöht das Risiko für eine weitere um 30-fach. Also das ist ziemlich viel. Immobilisation erhöht das Risiko um 20, also 20-fach. Und man zieht, wenn eine andere Diagnose wahrscheinlicher ist, 2 Punkte ab. Ist halt ganz cool. Ja. Und je nachdem würde man dann eben eine Therapie machen. Und man würde sich auch die Klinik genau anschauen, man würde halt das Labor abnehmen, würde einen Ultraschall machen. Grundsätzlich habe ich jetzt gesagt, die Operation, da gibt man immer Heparin und das erniedrigt eben das Risiko, eine Thrombose zu bekommen um 75%. Also 3 von 4 Thrombosen werden verhindert durch eine Heparingabe. Das haben wir zum Beispiel wirklich große Operationen, haben schon fast ein 40-faches Risiko, also 40-prozentiges Risiko, dass du eine Thrombose bekommst. Also so ein großes Polytrauma hat schon ein 40-prozentiges Risiko. Also, und das führt dann auch in
4% der Fälle zu einer Lungenembolie. Also sollte man auf jeden Fall was geben, dass das verhindert wird. Also, wenn die Klinik richtig ist, der Well-Score über 2 ist und der D-Dimer, das haben wir eh schon gesagt, ist nicht so spezifisch. Man kann es ausschließen damit, wenn du jetzt einen erhöhten Well-Score hast und du nimmst das D-Dimer ab und es ist urniedrig, dann denkst du, okay, das muss irgendwas anderes sein, weil das kann jetzt keine Thrombose sein. Das kann eben auch bei Malignomen erhöht sein. Und was man da macht, ist eine Duplex-Sonographie, das heißt, du nimmst ein Ultraschallgerät und schaust, ob die Vene komprimierbar ist, du schaust, ob da was drinnen ist im Lumen, du kannst auch den Doppler drüber legen und schaust, wie der Fluss ist, und da sieht man das eigentlich recht gut, ob eine Thrombose besteht in diesem Gefäß. Genau, was machen wir jetzt? Wir machen eine Kompression. Kompression deswegen, weil das praktisch dazu führt, dass der venöse Rückstrom verbessert wird und dass der Thrombus auch an das Endothel rangedrückt wird, deswegen löst er sich weniger. Also machen wir Kompressionstherapie. Wie gesagt, Bewegung ist nicht kontraindiziert, die Patienten sollen sich ruhig bewegen. Mittel der Wahl ist ein Heparin, also ein niedermolekulares Heparin oder von der Parinux, wenn zum Beispiel eine HIT2 in der Anamnese besteht. Und wenn eine Niereninsuffizienz besteht, dann dürfen wir kein niedermolekulares Heparin geben und auch kein von der Parinux, weil das wird ja auch renal eliminiert, dann geben wir ein unfraktioniertes Heparin. Alternativtherapie ist die Lyse, die macht man wirklich nur, wenn eine massive Schwellung besteht. Wenn eine massive Lungenembolie schon besteht, dann könnte man auch eine Lyse machen. Okay, also ist aber nicht Mittel der Wahl. Wie gesagt, ich habe vorher schon erwähnt, das Blutungsrisiko bei Heparintherapie ist 0,2% für schwere Blutungen, bei Lyse ist es 0,8%, aber das Ergebnis ist eigentlich gleich gut. Genau, auch nach einer Lyse müssten wir antikoagulieren mit Heparin und Vitamin K-Antagonisten. Gut, dann haben wir schon das Letzte, dann sind wir, glaube ich, relativ pünktlich fertig. Sehr schön. Also, das Letzte ist das Vorhofflimmern. Beim Vorhofflimmern ist wichtig, das ist die am weitesten verbreitete Rhythmusstörung. An 50% der Fälle ist es idiopathisch. Bei jüngeren Patienten hat es meistens mit einer Mitralklappeninsuffizienz oder Stenose zu tun. Bei älteren Patienten, vor allem bei der KAK und der Herzinsuffizienz, hat auch extrakardiale Ursachen, wie zum Beispiel Hypertonie, eine Hyperthyreose oder Alkoholkonsum. Kann auch zu einem Vorhofflimmern führen. Die Pathogenese ist eben, dass es diese zirkulierenden Mikroerregungen gibt im Vorhof. Das führt dann dazu, dass der Vorhof mit einer Frequenz von 350 bis 600 pro Minute praktisch so unregelmäßig kontrahiert. Dadurch hast du eigentlich kein ordentliches Schlagvolumen. Und die Überleitung an die Kammer ist natürlich durch den AV-Knoten blockiert. Das heißt, wir haben jetzt nicht so, dass die Kammer jetzt 350 bis 600 Impulse bekommt, sondern sie kriegt halt weniger. Aber weil das so unregelmäßig übergeleitet wird, ist der Rhythmus des Ventrikels auch unregelmäßig. Das heißt, wenn wir den Patienten das Impuls fühlen, dann hat er ein Pulsdefizit. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Also Mikroerregungen vor Frequenz ist sehr hoch und wir haben keine effektiven Vorhofkontraktionen mehr. Dadurch sinkt das Herzzeitvolumen, also das Herz wirft pro Zeit weniger aus, weniger Volumen. Besonders bei Leuten, die schon eine Herzinsuffizienz haben, kann das bis zu 40% dann verringert sein. Normalerweise so 15% bei den Herzgesunden. Das haben wir schon gesagt. Es führt zu einem Pulsdefizit, zu einer Arrhythmie. Da kann es entweder ein Tachyarrhythma absoluter sein oder eine Bradyarrhythmie. Also meistens ist es tachyarrhythmisch, deswegen gibt man auch Beta-Blocker. Und im EKG sehen wir auch, dass das RR-Intervall, also das, was uns die Ventrikelaktionen anzeigt, relativ unregelmäßig ist, weil natürlich die Überleitung aus Ventrikel auch unregelmäßig sein muss. Und wir haben keine P-Welle, weil das Vorhof nicht ordentlich kontrahieren kann. Es gibt unterschiedliche Verläufe, es kann paroxysmal sein, persistierend oder permanent. Paroxysmal sagt man, wenn es unter 7 Tagen ist, meistens ist es unter 48 Stunden. Paroxysmales Vorhofflimmern hat kein erhöhtes Risiko für irgendeine Embolie. Persistierendes und permanentes schon. Permanent heißt dann, wenn es nicht durch irgendwelche Maßnahmen wieder in normalen Rhythmus gelangt. Die Symptome, was die Leute schildern, ist Palpitationen, eine Dyspe, Schwindel, Synkopen. Manchmal manifestiert es sich auch gar nicht und sie merken es überhaupt nicht. Da gibt es jetzt, und was die Komplikationen angeht, ist es eben so, dass 20% aller Schlaganfälle durch eine Vorhofflimmern verursacht werden. Also es erhöht auf jeden Fall das Schlaganfallrisiko, weil sich dadurch eben Thromben lösen und die Thromben gelangen dann ins Stromgebiet. Da gibt es einen Score natürlich, wie immer, mit dem kann man das Risiko, dass jemand einen Schlaganfall erleidet, kalkulieren. Also da haben wir, das ist dieser Chart-Basque-Score. Da ist halt drin die Herzinsuffizienz, der Bluthochdruck, also die Hypertonie, das Alter. Ab einem Alter von 75 steigt das Risiko ziemlich stark an. Deswegen ist hier ein Zweier, das heißt,
Bei einem Alter über 75 kriegen die Leute dann 2 Punkte, weil das Risiko einfach so arg ansteigt. Beim Diabetes mellitus ist das Risiko erhöht. Bei einer schon vorhandenen vaskulären Erkrankung, also einer PVK zum Beispiel, einem Herzinfarkt, der schon besteht, einem Stroke, der schon bestanden hat, in der Vergangenheit ist das Risiko erhöht. Dann haben wir noch einmal das Alter drinnen, also fürs Alter kriegt man insgesamt 3 Punkte eigentlich. Wenn man zwischen 65 und 74 ist, kriegt man noch einen Punkt. Und das weibliche Geschlecht kriegt auch 2 Punkte, weil bei Frauen das Risiko anscheinend höher ist. Genau. Und je nachdem, was für ein Risiko besteht, würde man jetzt antikoagulieren mit Vitamin K-Antagonisten zum Beispiel. Ab einem Schatzwasserstoff von über 1 bzw. jetzt ab 2. Bei Männern sagt man, wenn er schon über 1 ist, bei Frauen sagt man ab 2. Gibt man Vitamin K-Antagonisten, meistens bei Valbenazolfinen eben. Man kann da Bicatan geben. Oder Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban. Wisst ihr noch, wogegen das der Bicatan wirkt? In welchem Faktor? Yes. Rivaroxaban? Yes. Unterschied zu Fondaparinux? Das ist gemein, gell? Wirkt ja auch gegen Faktor 10. Ja, was ist der Unterschied? Genau, das Antithrombin 3 unabhängig. Da gibt es auch noch einen Score, den heißt Let Score. Damit kann man das Blutungsrisiko unter dieser Antikoagulation noch einschätzen. Was aber wichtig ist, ist, dass die Antikoagulation das Infarktrisiko um 60-70% erniedrigt. Also es ist auf jeden Fall zu empfehlen. Gut, ich glaube, damit wäre ich schon fertig. Dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Samstag. Ich mache mal Stopp.